Moin Aber Leute, herzlich willkommen zum heutigen Shellshock-Livestream. Dem wahrscheinlich letzten Stream, der auf YouTube auch erscheinen wird. Vorerst. Habe ich ja letztes Mal schon angekündigt. Und der heutige Stream, da das der letzte für YouTube wird, wird heute mal ein bisschen speziell. Da habe ich mich mit Akaya schon abgesprochen. Der Dark ist ja schon in der Lobby. Aber was das heutige Special sein wird, der Dark, der darf heute auch mitreden. Und zwar aus dem Grund. Er ist seit Anfang des Projekts dabei gewesen. Als es auf YouTube gestartet hat, war er komplett dabei. Er war bei jedem Livestream dabei. Und deswegen kriegt er heute dieses Privileg, dass er heute mal mitreden darf. So, dann ziehe ich ihn jetzt mal zu uns rüber. Hallo Dark! Heute darfst du mal Hi. mitreden. Also, das ist eine Ehre für mich, muss ich sagen. Ausnahmsweise sind hier mal nicht die zwei Idioten, sondern die drei Idioten. Wieso? Er ist der Meister, er erklärt uns jetzt das Spiel. Ja, gut. Das ist einfach eine Ehre dafür, dass du halt von Anfang an dabei bist. Das muss Und einfach mal ausgerechnet zelebriert werden. heute muss ich Corona haben. Oh. Sagen wir es mal so, mir ging es schon mal schlechter als heute. Und zwar die Ach, und letzten beiden übrigens, hallo Tage. Feurio. Ich hab's jetzt noch gesehen. Der Dritte, der sich hierfür vorangemeldet hat, der ist erst in 20 Minuten da, hat er mir geschrieben. Aber wir können ja schon mal starten. Ja, Doug, das Erste, was wir uns so hören, wie geht's denn so? Ganz gut. Und geht's dir heute auch ganz gut? Ja, mir geht's ganz in Ordnung. Mir geht Oh, es das zumindest ist besser als gut. die letzten Tage. Wenn es dir gut geht, dann schieße ich nicht auf dich. Damit ich ja. Weiß ja, damit ja nicht mit mir. Deswegen ist die Kanone direkt auf das Corona-Opfer gerichtet. Ja, Ach, warte mal, vielleicht wir ist gehen das auch gerade auf so. das Corona-Opfer, okay. Ich kenne das Coronavirus schon. Aber mir hat sich zum Glück noch keiner eingefangen. So, was haben wir denn Schönes? Nix. Sicher, dass du auf mich gehen willst, weil Ne, ich schieße sie auf dich. Einfach. die Kanone war nämlich noch auf mich. Ich muss Ja. übrigens Dark eben kurz bei mir ein bisschen lauter stellen. Ja. Bei Akai habe ich es schon angepasst, aber wir hören uns ja heute wirklich zum ersten Mal. Ja. Ja, es kann vielleicht sein. Oh. Was? Sie ist einfach abgebrochen, die Pforte, gell? Da kam auf einmal so ein Mega-Feuerwerk auf mich. Und ne 100er Crit. Einfach mit einem Portal. Wenn das jetzt so funktioniert, wie ich es mir vorstelle, dann wird das toll. Komm, mein Multistern, direkt auf beide bitte. Ich habe nichts, was man abziehen könnte. Ah, ich komme leider nicht nah genug an Dark ran, Die 2 sonst Kilowatt, hätte die ich wollt ihr was nicht. Tolles. Ja, beide. Warum Spiel? Ja, cool. Also, liebe Zuschauer, wenn ihr irgendwelche Profi-Tipps haben wollt, Dark ist für euch da. Bin ich total. Wird immer zur Stelle. Das hat so heftig gestreut und da mache ich nur 19 Schaden. Geht mal aufeinander, ich hab nix. Ich denke auch gerade, meine Stimme ist so ein bisschen angeschlagen. Ich war vorhin im Schwimmbad. Was soll ich denn sagen mit Corona? Meine Stimme ist auch angeschlagen. Ich meine, er hat 2 Sterne oder einen. Was meinst du? Ach so, jetzt den Stern nach Level 100 oder so. Ja. Ja, den zweiten kriegt man, glaube ich, auch erst mit 100, 1.000.000 und 500.000, soweit ich weiß. Schon krass. Akaya, was willst du von mir? Knirren. Ich kann mich nie bewegen, sonst würde ich von dir abhauen. Wieso kannst du dich nicht bewegen? Ich habe die Bewegungsphase verpennt. Ach, verdammt, zu weit. Ich feier das richtig. Disco. Dir wird ein Spray für die Stimme angeboten. Ein was? Einer aus dem Chat bietet ein Spray an für die Stimme.
dass es direkt wirken würde, weil deine Stimme ja angeschlagen ist. Ja. Ich habe eine stachelige Überraschung. Akaya, du bist ihn gerade noch Punkte. Geh weg von mir. Ihr habt euch runtergeschossen. Ich hab nicht getroffen. Immer wollen alle mit mir kuscheln. Ich hab nur Müllwaffen. Ich glaube, ich treffe den Berg vor mir. Das wäre nicht schlecht. Doch nicht. Ja, voll. Darf ich mal Punkte behalten? Dark, du hast schon 100 vom... Nee, mir fehlt ein... Darf ich mal überhaupt eine gute Waffe haben? Achso, das ist immer ein Anzeigefehler. Bei dem anderen siehst du schon die 100, aber er selbst hat sie eigentlich nicht. Nee, das ist ja schon so richtig. Ach, dir fehlt wirklich ein einziger? Ja, bei wenn ich 198 hätte, dann wäre es genauso. Das ist so, keine Ahnung, eine Berechnungssache vom Spiel, so. Das Spiel ist Abfall in dem Sinne. Dreh mich. Ich muss ihm ein paar Punkte ziehen. Einer. Nein. Wieso trifft das nicht? Ist kein Datey. Aber doch, das war ein Datey. Das war die zweite Stufe. Es hat nichts getroffen. Und ich hab nichts. Wie, der Spaß kann mehr als 0 Schaden machen? Hat der letzten 4 Male, die ich geschossen habe, ja, das ist so eine Variable. Ich glaube, so zwischen 0 und 100 ungefähr macht er, glaube ich, bei erster Stufe. Ganz genau die Differenz kenne ich nicht. Und moin, Dexter. Nach den Ladungsrunden. Dann kommen ja die Runden, wo die anderen auch mitmachen können. Ansonsten, wenn ihr die Ladungsrunden auch mitmachen wollt, Vormeldung ist immer im Community Events Channel. So, jetzt habe ich hoffentlich was Gutes. Oh, damit kann ich hoffentlich irgendwas erreichen. Nein. Doch. Erstmal Grand Finale. Keine Sorge, die Vormeldungen, die könnt ihr immer zum Start des Monats machen. Ja. Und zum zweiten Stream habt ihr auch sehr viel Zeit, euch noch voran zu melden. Ja, einige Wochen. Das ja, kann doch jetzt nicht sein, 16 Damage. Aua. Mein Multistern hat nicht getroffen. Akaya ist der König des Berges. Ernst. Wir spielen auf dem King of the Hill diese Runde. Ja, ich bin hier King, ihr könnt mir gar nichts. Nee, ich wollte dich da eben runter. Ich schieb die Schutztruppe an zu dir. Ich greife euch beide an. Ob ihr wollt oder nicht. Du stehst so schön auf dem Präsentierteller. Okay, anscheinend habe ich Shining trotzdem nicht getroffen. Ich überlege gerade, wo ich hinschieße. Ring! Ja, da krieg ich dich doch schon runter. Ich habe nicht wirklich was zum Sprengen. Ich könnte den Berg wieder aufbauen. Ey, Dark, ich hab was Tolles. Lass mal. Woher weißt du, dass ich dich von mir weghaben wollte? Wenn ich den Eindringling jetzt so schieße, trifft der Akaya genau? Ja! Ich habe Akaya durch die Wand getroffen. Da fliegt noch einer. Mein Eindringling brauchte noch ein bisschen. Akaya, ich treffe dich trotzdem. Warte. Da. Wenn du nichts hast, was hier reinkommt, triffst du mich nicht. Außer es ist etwas, was unter mir ein ziemlich großes Loch reinhaut. Okay, bei Covid, da kann ich nicht so viel mitreden, wie es ist, wenn man das hat. Ich hatte das halt bisher wirklich nicht. Und ich habe Akaya getroffen. den ich treffen wollte. Und jetzt hole ich mir den anderen. Mir hat es nichts ausgemacht. Also ich habe mich nicht besonders krank gefühlt, als ich das hatte.
Bei mir ist es so gewesen, die ersten zwei Tage hat es mich komplett weggehauen. Dark, aber das war auch bei der zweiten Impfung so. Die ersten Tage haben mich komplett weggehauen. Die Frösche, die kriegst du schon, Shining, also musst du ihm nicht auch noch welche geben. Ich will ja nur wissen, was Dark lieber hätte, Hähnchen oder Frösche. Ich esse lieber Hähnchen. Wobei Frösche ja auch wie Hähnchen schmecken sollen. Na gut, dann Hähnchen. Wie gesagt, die Frösche hast du ja schon. Ja, und die bouncen ekelhaft. Alle und Dark hat auch welche bekommen. Die sind richtig gemein abgebounced. Habe ich letztens welche befreit. Nee, ich gehe hier raus aus dem Loch. Ich treff dich trotzdem. Jetzt kommt meine Tunnelsalve. Du kriegst eine Banane. Die hüpft zu weit! Ja, du hast mich getroffen, ich sehe. Ich hatte auch sogar Gegenwind! Eigentlich Scheiße. Ey, komm schon, Schlange, du darfst mich diesmal nicht enttäuschen. Du darfst mich nicht enttäuschen! Boah, ich hab einfach nichts Gutes. Heute mal bitte keine enttäuschende Schlange! Siebzig Schaden. Toll. Deine Schlange hat mich enttäuscht. Mein Spotter hat nur 5 Damage wegen dir gemacht. Ja, dann habe ich doch alles richtig gemacht. Ja, du machst gerade alles richtig, dass Dark wieder gewinnt. Ja, ich gewinne wieder. Wenn du das mit richtig machen meinst, dann ja. Sonst nein. Also jetzt sollte ich ihm eigentlich Schaden machen. Bei mir geht gefühlt beide auf mich. Ich hab quasi 0% und Dark ist am Gewinn. Du standst besser. Aber niemand außer mir geht auf Dark. Die Tunnelsalve hätte bei Dark nicht wirklich gemacht, weil der auf dem Hügel stand. Boah, auch noch perfekt. Ach, 80 Schaden, ja. Ihr habt beide zu viele Prozente. Hier war das. So, und jetzt teste ich mal sein Glück. Im Übrigen 43 finde ich ist schon sehr hoch. Aber es geht noch höher. Tut mir leid, Dag, ich habe nur noch die Frösche. Ja. Jetzt gibt Vorspann lieber dir. Nein. Bitte nicht schlagen. Nee. Die wird zwar leider nicht so effektiv sein, aber wahrscheinlich meine beste Möglichkeit, Darks Prozentum zu kriegen. Ich brauche ja nicht die letzte Stufe davon. Der Ding hat mir zu viele Prozentpunkte. Ich hoffe, der bleibt verstecken. Nein. Natürlich fliegt die genau da hoch. Oh. Ist das nicht der Rain? Ja, auf den richtigen. Ja. Schnell weg, schnell weg, schnell weg, schnell weg. Ihr wollt einfach, dass ich mit 0% gewinne. Darf ich gewinnen? Junge, du hast auch viel zu viele Prozente. Ja, 77. Hauptsache, ihr geht nicht auf mich. Warte mal. Ich kann für nichts garantieren. Doppelter Hopser. Der müsste schon ausreichen, wenn ihr nicht trifft. Ja, er geht auf den richtigen. Das sind eine Sicherheit. Oh, ja, fool. Nein. Hätte nicht von der anderen Seite kommen können, dann wäre ich weg hier. Ihr seid beide viel zu gefährlich mit den. Zweite Stufe darf HP. 92, ja. Null? Was? Ja, ihr geht ja beide die ganze Zeit auf mich. Nee, ich bin nicht auf dich gegangen. Nein! Ich hab also nur rüber geschossen. Was waren denn irgendwie die 30 Schüsse gefühlt, die du in mich reingeschossen hast? Die waren nicht auf mich, oder was? Das Flugzeug war nicht auf dich gerichtet. Er wollte mich. Nein, mein Tormentor ist nicht weit genug geflogen. So, jetzt habe ich einem erstmal ein paar Prozente abgezogen. Ich verlasse mich einfach mal kurz aufs Glück. Gut. Effan! Boah, kein Flummi. Ja, komm, kriegst du den. Der landet sowas von in deiner eigenen. Ja, der in der Mitte steht, der hat nie ein schönes Leben. Komm, holt ihn euch! Welche von beiden ist mir egal. Nein, nicht mich!
Ich lass Dark nicht gewinnen. Aber Shining schon, oder? Shining, sorry. Ihn auch nicht. Aber doch, du hast gerade mehr Prozente. Ich Vor allem, ihr geht beide Gefahr. Auf mich die ganze Zeit. Nein, ihr seid beide eine Gefahr. Ich habe 0%. Junge, ihr seid beide Gefahr für die ganze Menschheit. Ja, überlegen. Ist der so? Euch darf man nicht frei rumlaufen lassen. Nein, zu vor. Gewonnen! Und, ja, ein Feuerrohr, das klingt nicht ganz so angenehm. Stimmt, ja. Vor allem, dauernd gehen irgendwie alle auf mich in der Kacke. Ja, jetzt bist du ja ganz links. Ich weiß nicht, wovon du redest. Nein, ich auch nicht. Nee, sind nur wieder zwei Kanonen auf mich. Ja, Fehleinstellung. Ich weiß nicht, wie ich den Namen aussprechen soll, deswegen sag ich einfach mal VIP zu dir. VIP? Und ja, 7K VIP Force. Ich weiß nicht, wie ich es anständig sonst aussprechen soll. Hi. Okay. Und sag einfach so, hallo, unaussprechlicher Name. Nein. Oh mein Gott, der hat tatsächlich getroffen. Nein, ich will nicht in der Mitte stehen, ich will nicht Aschgatte haben, hab ich einen Teleporter. Nein! Komm mal, Kaya, bleib genau da stehen. Es gibt zum einen Wind, falls du es nicht vergessen hast, und zum anderen bleibe ich nicht in Zukunft einfach nur hier stehen. Ja, Wind, total, jetzt gerade. Magnide! Oh Gott, die kommt zu mir zurück! Ich will hier weg, ich will hier weg, ich will hier weg! Verzieh dich von mir! Oh, hier steht schön. Du bist doch zu mir gekommen, oder nicht? Du bist zu mir nach hinten gefahren, deswegen bin ich nach vorne gefahren. Nee, ich sehe das ganz anders. Nein. Nee, du bist zu mir gefahren, weswegen ich nach vorne gefahren bin. So und nicht anders. Und nimm die Kanone aus mir raus. Nein, oh Gott. Ich weiß nicht, wovon du redest. Dark ist gerade wieder am Gewinnen und das Einzige, was du machst, ist wieder auf mich gehen. Ey, diese Hilflosion hätte ich nicht besser verwenden können. Was meinst du, wieso Dark immer wieder gewinnt? Weil du auf mich gehst, während Dark fast voll ist. Ihr seid so wie ein Ehepaar. Sei leise, Dark. Ich finde das süß. Oh, ich habe sogar genau getroffen. Ich wollte nämlich, ja, ich wollte den schweren Roller zum Randtasten an dich nehmen, aber ich habe direkt getroffen. Ja. Jetzt komme ich eventuell an ihn ran. Das war leider die Direct Hit. Jetzt zieh dich. Wieso kommst du da hoch und ich nicht? Ich hab voll geskillt. Ich hab's voll geskillt. Anscheinend bist du aber nicht gut genug. Ist dein Sprit nicht leer? Was bist du schon gefahren? Ich kam trotzdem gerade ein Stück nicht weit. Also ich hatte noch ein bisschen Sprit übrig, aber konnte mich nicht weiter bewegen. Dann hat Alex dich während seiner Fahrt dich blockiert und sabotiert. Wer ist Alex? Akaya. Akaya, oh Gott. Gott, ja. Ich habe keinen EMP, also ich kann ihn nicht blockieren. Wenn denn, warst du das mit deinen EMPs und so? Stimmt. Boah, nee. Ich hätte ihn nicht auf die Idee bringen sollen. Komm. Ja, mit dem ich sonst spiele, dem Schalterfleisch-Spiel, Alex. Ah, okay, das erklärt die Verwechslung. So, ja. Warte, ich habe noch vergessen, den. Ja, ich habe eine Challenge geschafft. Und ein Portal. Ich habe den Namen vergessen anzupassen. Irgendwie ist meine Wertung hier die schlechteste von allen, sogar schlechter als der Level 20er. Warum sind die Zuschauer und Akaya alle im gegnerischen Team? Oh, schade. Warum seid ihr alle gegen mich? Ist Whoops überhaupt im Stream dabei? Oh, ich hab geile Waffen. Ich weiß nicht, ob Whoops. Aber Feurio ist im Stream dabei und der ist bei dir. Hab verschwindet. Ich hab nicht mal eine gute Waffe. Das kannst du alles in die Tonne treten. Ich glaube, Whoops ist nicht im Stream, so, weil er Englisch schreibt. Und das ist das erste Mal, dass ich diese Waffe jetzt nutze. Feuerwehr! Oh, sogar schön auf den Streamer. Schön auf den Streamer. Nein! Oh ja. Ich bin fast tot! Ja! Oh,
160. Oh, jawohl. Ja, 160 Disco. Einfach, das ist einfach nur was, das, was du verdienst. Ich war doch immer nett zu dir. Nett? Das. Das kann ich jetzt nicht sagen, dass er wirklich immer nett war. Komm, hüpf weit genug. Bitte trifft was? Ja. What the? Aua. Ich hab einen Hüpfangriff gemacht in der Hoffnung, dass du euch runterbaunst. Meine Armor. Ich hab nichts Gutes. Ach so, Folio ist bei mir. Entschuldigung, ich hab dich vollkommen übersehen. Hab ich doch gesagt, dass er bei dir ist. Ey, er hätte einfach nur mit Groups tauschen können, dann hätte man das gestimmt. Ich hab auch nochmal ein Feuerwerk, Feuerio, also. Ja. Jetzt richtig abgeworfen. Ich glaube, Shining ist tot. Er ist tot. Warum bin ich der erste Tote? Nee, nicht du wurdest getargetet, Shining wurde getargetet, Feuerio. Nee, ich bin tot. Streams hat er überlebt. Das war ja bei den Anfangsstreams immer so, immer der Erste, der tot war. Das war richtig lustig. Selbst wenn er nicht an der Front war. Ich hoffe, dass ich Feuerio jetzt mit einer Portal Gun hinrichten kann. Irgendwie werde ich immer gefokust. Ja. Irgendwie sind meine HP noch ganz gut. Ich muss an dieser Stelle übrigens nochmal sagen, dass, danke, dass du halt wirklich von Anfang an dabei bist, ne? Ja, das macht mir auch ziemlich viel Spaß. Naja, du suchtest ja auch Shellshock in der Freizeit zu Genüge. Ja, das habe ich gemacht, als ich jetzt den Stern gemacht hatte, habe ich das mal wieder gesuchtet. Ich wollte den Stern halt unbedingt haben und die Musik. Dafür gibt's ja nochmal so Spezialmusik, die man dann sich freischaltet, ne? Ja, genau. Ah, ich will Dexter Schuss nicht sabotieren. Also. Ihr könnt drüber reden, was ihr schießt. Also ich kann seinen Schuss nicht sabotieren. Ich bin eh tot und Feuerio folgt mir gleich. Na, Feuerio leider nicht. Er brennt Licht, hallo. Ich glaube, Whoops sieht gerade nicht, dass da ein schwarzes Loch ist. Ich glaube, das will keiner abbekommen, was Nibio gerade abbekommen hat. Nee. Gute Frage, kennt euch wahrscheinlich fast alle wahrscheinlich durch die Streams hier. Also dadurch hat sich auch so eine kleine Community hier gebildet. Ich glaube, Nipip ist tot. War das bayerisch, was Wups da versucht hat, von sich zu geben? Hörte sich zumindest so an. Dieses, diese Jodelsprache. Jo mein Schnitzel. So eine Jodelsprache. Das sei nicht so Switcher-Dutsch, ey. Na, blöd. Da habe ich jetzt kurz geschossen. Und so gesehen, ja. Ich habe einen Stream bzw. eine Folge, wo ich diesen Drecksbeacon gehabt habe. Und die werde ich auch noch so nennen. Die ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht online. Da ist mein Beacon. So, Level 2 hattest du sogar. Mhm. Nur, dass ich ihn permanent auf Level 2 haben kann. Hattest du den auch getroffen? Das weiß ich nämlich gar nicht. Ich meine, der hat sogar getroffen. Ich weiß es nicht. Ich glaube. Reinschauen. Ich glaube sogar, dass er nicht getroffen hat. Eigentlich ist das ein Clip wert gewesen. Oh nee. Ernsthaft? Die nervigste Waffe überhaupt. Für YouTube an der Stelle nochmal. Der letzte Stream, der auf YouTube landet. Auf Twitch wird Shellshock fortgeführt. Will ich an der Stelle nochmal erwähnen, weil ich das glaube ich am Anfang nicht gesagt habe. Dark, du bist blöd. Feuerio hab ich. Rappen mir halt gern alles. Ich hab Feuerio. Die Ladies. Geschenke. Ich
Mut, wir glauben an dich. Ich lerne Deutsch. Los, ja, nochmal richtig Salz in die Wunde. Du schaffst das, ich glaube an dich. 11 Zuschauer gerade. Ich bin 11? Happy. Ja! Habt ihr alle auf diesen Stream gewartet? Ja. Sieht echt so aus. Oh, das gibt Rache für Dexter. Niemand tötet Dexter ungestraft außer mir. Nein, oh, das ist richtig dumm gewesen. Der Wind hat nicht ausgereicht, verdammt. Nein, denn ein Leben, oder? Er ist der Auserwählte! Er ist der Auserwählte! Wir können gar nichts, Dexter. Aber ich werde ihn mir holen. Nein, das ist... Oh. Ey, ich öffne alle so klein, damit ich den Kill krieg. Hi, Happy! Ey, den hol ich mir. Hätte ich nicht einfach eine Ghost Bomb hinklatschen können? Scheiße. Oh, ich muss es mit dem Stein finishen. Dark, wo du eigentlich hier schon im Sprachchat willst, willst du mal für die Zuschauer irgend so einen Profi-Tipp mal hier raushauen? Ein Profi-Tipp? Für die Anfänger. Ja, der Profi-Tipp ist ja eigentlich der 86er-Trick. Das ist ja eigentlich der schon recht wichtigste Trick überhaupt, um gut zu treffen. Ich krieg den trotzdem manchmal nicht hin. Und der Stein. Ah, ich brenne! Ja, auch der wichtigste, auch ein wichtiger Trick ist halt der 45-Grad-Schuss bei einigen Schüssen. Ja, bei den Streuschüssen, weil die haben fast alle Treffen. Ja, genau, bei Fiveball zum Beispiel. Die werden zum Beispiel von Leuten, die das Spiel zum ersten Mal spielen, überhaupt nicht genutzt, weil die halt mehr so, ja. Ja, wir müssen diesen 86er-Trick hier erstmal main. Da ist Happy. Happy ist da. Jawohl. Das Happy ist hier. Jetzt haben wir fast eine komplette Zuschauerlobby hier. Vor allem, guck mal, du hast ein komplettes Zuschauerteam, außer mit Dexter und Dark. Musst du da unten stehen? Ja. Ich stehe hier super. Dann kriegst du gleich erstmal auf Mario Kart Style eine Schockshell von mir hinten rein. Ich glaube, die geht einfach weg, wenn die mich trifft. Ich will eine Schockshell schießen. Yo! War nicht so schön, wie erwartet. Hilfe. Geht auf die da oben! Die stehen günstiger! Ich habe so viele gute Sachen, damit muss ich in den Nahkampf gehen eigentlich. Ich bin schon wieder der Erste. Nee, wir schießen alle über dir. Das ist nicht gesagt. Ja gut, außer Dexter. Da muss ich mal eben kurz aus dem Chat schmeißen. Der Winkel spielt keine Rolle. Das klingt für mich wie eine Werbung. Was? Da hat jemand eine Werbung für eine Seite gemacht und den Kommentar schmeiße ich jetzt eben kurz raus. Das ist nicht sehr gesund. Achso, ja, den englischen Kommentar. Den habe ich gerade rausgeschmissen. Also den Kommentar. Ja. Nee, zum Glück nicht für eine Erwachsenen-Website. Ich hoffe, die Schockshell fliegt. Ach, ja, warum stehst du neben mir? Warum bist du noch weiter vorangefahren, als ich die Schockshell einfach über dich schießen wollte? Ich will nicht bei dir stehen, damit sterbe ich. Du stirbst so noch eher jetzt. Aua. Oh, die stehen da gerade so schön zusammen, die beiden. Ich weiß, was du meinst. Habe ich irgendwas, was richtig doll schadet? Ich will die mit Heavy Napalm treffen, die beiden.
Hast du das? Ja. Dann mach. Oder Kaktus. Meine Frage, wenn ich jetzt dann EMP reinmache, trifft das beide? Würdest beide damit stunnen, soweit ich weiß, ja. EMP? Solltest beide treffen. Ich muss da ganz leicht jetzt über den Berg das Napalm rüberschieben. Du hast 2 Runden Zeit. Ja, ich hatte nur den einen. Den wollte ich eigentlich letzte Runde bei Akali benutzen, weil er die ganze Zeit geflüchtet ist. Hätte Dark nicht gewonnen, hätte ich einen MP gewartet, damit ich in den Akali nicht messern kann. Wenn das so ist. Akaya! Autsch. Ich hätte das Schild nutzen sollen, was ich habe. Ja. So wie Dexter gerade. Ja, das hätte hilfreich sein können, dass mir meine Mates nicht irgendwie, wer weiß wie viel Schaden reindrücken. Aber ich bin wirklich beeindruckt, dass wir heute so viele Zuschauer im Chat haben. Ich grüße einfach mal alle. Ich bin mal beeindruckt, wie viel Salz wir hier wieder rumwerfen in der Runde. Ich kann nicht mehr. Danke, Stromberg, fürs Follow. Ich wurde auch geblitzt. Ich hab zwar nur eins, aber ich will noch ein bisschen überleben. Die Glock ging da, meine ich, auch durch, ne? Genauso wie der Blitz. Der Blitz? Ne, der Blitz nicht. Die Glock nur. Okay, hast du auch eine Glock? Oder irgendwas in der Art? Nee, aber ging nicht. Obwohl, irgendwie. Warte. Ich probier mal was aus. Kann aber sein, dass es nicht. Also die Empf. Ah, Twinkler ging auch durch, oder? Nee. Nee. Ich hatte eine Glock. Und ein Slochdark. Oh, jawoll! Nein! Jawoll! Ich hol mir Dexter jetzt. Wie bist du da hochgekommen? Bin halt ziemlich krass. Ey, ich habe Faden voll geskillt. Ich komme nicht über so einen klitzekleinen Stein. ihr hängt an so einer 90-Grad-Wand fast und ihr kommt dann auch hoch. Das ist halt der Unterschied zwischen unseren Qualitätsketten und deinen billigen Reifen. Ja, tut mir leid, der Rammschlader hatte keine besseren. Shining? Ja. Komm, du bist bitte tot, glaube ich. Nein, ich will darüber reden. Ich will verhandeln. Nee, das musst du mit Mutlatz bereden. Mutlatz, wir können verhandeln. Du musst nicht auf. Geht nicht, er hat schon abgedrückt. Oh, happy. Treff ich. Aua. Nee. Mir ist egal, was Ferio sagt. Ich mache jetzt meine letzte Mission. Auf Dark. Herr Dexter. Auf Dark. Ich mache einen Kaktus in Dexters Gesicht. Kaktus in Dexters Gesicht. Du benutzt den falsch. Ich weiß, dass man ihn anders benutzt, aber ich will trotzdem einfach noch. Da ist so ein Millimeter, dass das Rohr genau in der Mitte stecken musste, ne? Ich wusste es! Du musst das Rohr genau in die Mitte vom Panzer vom Gegner kriegen. Dann explodiert es extrem in ihm. Dann machst du die 250. Ansonsten. Gar nichts. Ich erkläre das jetzt schon zum 20. Mal. Ich krieg den Kaktus trotzdem nicht hin. Ist aber auch schwer. Vergiss nicht, dass Wind an ist. Na doch, das vergisst er, glaube ich. Das habe ich geschrieben, bevor du geschossen hast. Akaya, deine Chance, komme. Hast du noch einen Kaktus? Nee. Nein, aber er stirbt jetzt an Wasserbombe. Ich hatte einen Blitz, Zuckung und Synchrus noch. Oder auch nicht. Akaya, was mehr Schaden du? Gemacht als ihm. Akaya, Schaden machen! Nicht einstecken! Ich krieg gar nichts hin. Aber woran sterbe ich noch? Akaya kann sie wenigstens mitnehmen. Und dann kriegst du auch nicht deinen Tageswin. Sehr gut. Ach, ich hab den schon. Warte mal ab. Ich habe letzte Runde hast du, glaube ich, gewonnen.
Nee, so oder so. Ich habe heute nämlich schon ein bisschen früher Shellshock gespielt und da eine Runde gewonnen. Ich habe auch nur eine einzige Runde Shellshock gespielt heute vorher. Ach ja, das wollte ich ja eigentlich jede Runde einmal machen, so den Rundenplan einzublenden. Habe ich bisher nicht gemacht. So, jetzt habe ich ihn mal eingeblendet. Rip happy, jetzt muss ich Dexter töten. Ich habe vorhin den Rundenplan auch noch Assassine irgendwo reinzuquetschen, aber erstmal überlegen, wo. Okay, jetzt töte ich Dexter hoffentlich. Also, ich finde es schön, dass ihr beides nicht hinkriegt, euch gegenseitig umzubringen. Egal, das finde ich wunderschön. Wenn zwei sich versuchen, gegenseitig umzubringen und es einfach nicht schaffen. Das ist genau das Verhältnis zwischen Dexter und mir. Der hat einen Trickshot gemacht. Jetzt. Das hast du schon geschrieben. Der hat einen ohne die Explosion, ne? Sag mal, was war das denn für ein heftiger Tunneler? 120 hat der gemacht. Ja, Level 4er. Okay. So schön Sand auf seinen Körper. Hallo Dark. Hallöchen. Wir lassen die beiden da hinten einfach sterben, okay? Die fangen alles für uns ab. Ja. Das können wir auch zu unseren beiden Kanonenfutter sagen. Ich nicht. Ich muss aufpassen mit dem Lidar, was ich habe. Der schießt da auch noch ein Shootingstar rein. Ja komm, mit dem Double Damage auf ihn selbst wieder runter. Ich schieße einen Spatzer rein. Feining. Ja? Was schätzt du? Wenn mein Radar die beiden da unten trifft, treffe ich die anderen beiden mit, ja oder nein? Ich weiß nicht, wie das Radar funktioniert, aber ich glaube nicht. Er hat sich selbst getroffen! Der Spatzer, den ich geschossen habe, ist genau zwischen euch beiden gelandet. A Riot habe ich ja wenigstens. Das war jetzt echt unlucky, dass mein Schuss genau zwischen dir und Dark landet. Froschies! Oh. Ja, cool. Ich glaube, nächste Runde gehe ich mal auf gut Glück. Ja, komm, regnet Frösche! Ich habe extra die Frösche genommen, damit ich unsere nicht schade. Akaya, du machst die das schon. Ja, ich mach das mit meinem Bouncy Ball. Mit meinem Bouncy Ball mache ich alles. Hecke! Armor und Bumerang. Der ist gut, der Big Boomerang. Ja, wenn ich den mal treffen würde. Naja, auf Snapweb ist er sogar lustigerweise gar nicht so schwer zu treffen. Ja komm, wenn ihr alle sagt, der ist toll, ich schieße den jetzt und der trifft jetzt wahrscheinlich Heavy. Nee, der trifft eher dich. Bei dem Winkel, den du da hast. Ja, bei dem Winkel trifft es garantiert dich oder nein, hinter dir. Nein, niemals. Ich weiß nicht, wovon ihr redet. Ich glaube, der trifft eher dich. Wenn du Glück hast, trifft er sogar Dark. Nee, Dark, den wächst du! Der stimmt der Wind einfach nicht für. Der Wind und der Winkel sind zu blöd, das trifft dich definitiv einfach selber. Oh! Habt ihr die drei Bullen D-Bomb da hinten gesehen? Aua. Wir haben's predicted, Dark. Aua. So viel zu der Bumerang ist toll! Wenn ihn richtig Alter, schießt, habt ihr die 3D-Bomb? Ja, aber habt ihr die 3D-Bomb auf dich gesehen? Der hat alles gekrittet an euch. Das ist wunderschön. Boah, ich glaube, das ist auch ein Klettwerk. Die carryen das in der Mitte. Hier, ich mach Boomerang. Doch, hier, so nutzt man den Boomerang. Dexter hat sich selbst gekillt. Ich habe wieder Dexter gekillt. Yay. Nee, ich glaube, er hat sich mit seinem Feuerwerk vorher selbst vernichtet. Nee, ich habe den Boomerang genau auf Dexter getroffen. Also, Akaya hat ihn gekillt. Da stand auch nur 33 Schaden. Der hätte mehr gemacht. Ich habe Minus-Schaden. Ich habe definitiv Dexter gekillt. Du willst aber auch jeden Stream über Dexter zum Feind haben. Kann das sein? Du hast Krieg angefangen, den musst du jetzt ausleben.
Du hättest dich aber selber gekillt, Dexter. Ich bin unschuldig. Ich glaube... Wieso kommt der zurück? Was hast du gemacht? Ich habe einen Multistern geschossen. Der ist da oben doof abgebaut und kam genau den gleichen Weg wieder zurück. Aber hast du jetzt gesehen, wie man mit dem Boomerang spielt? Ich glaube, das ist auch eine Mission tatsächlich bei dem Single. Das, also der Multistern, der ist auch schon wieder ein Clip. Da klipp ich hinterher sogar selber. Ach, den klippst du schon selber. Ja, der ist so doof abgebounced. Der ist genau in der oberen rechten Ecke auf dem abgebounced, ist hochgeflogen gegen die Bounder, und weil das ja so ein Multistern war, alle Schüsse sind zu uns gekommen. Nein, hat immer noch kein Beacon, wer auch immer von euch das jetzt geschrieben hat auf dem Haufen. Ich habe sogar Minusschaden nur wegen diesem einen Objekt gehabt. So, Schilling, wir müssen die Runde reißen. Ich habe auch Minusschaden, nur weil ich Dexter mal wieder gekillt habe. Ich will Dexter ja nicht mal töten. Er ist einfach nur immer zur falschen Zeit am falschen Ort. Das hätte ich jetzt auch gesagt. Ich habe auch halt die Leertaste gedrückt. Blitzsäge! Scheiße. Ah, beide noch. Und den anderen sogar. Ich habe beide gekrittet! Junge, das kann doch nicht sein. Ich wurde bisher nur gekrittet. Jeder Schaden, den ich genommen habe, war immer ein Crit bisher. Ja, das Schöne ist, ich habe noch ein Sägeblatt. Degrich, hast du angefangen. Das musst du jetzt auslegen. Der Schussakai, ja. Oh mein Gott. Da geht noch einer auf Team Damage. Oh mein Gott. Nimm du den lieber. Nimm du den. Das Messer müsste reichen. Dann muss ich mich erstmal umpositionieren. Ja. Kriegst du hin. Und ich hoffe, ich treffe auch. Ja, so schießt einfach auf den Berg da. Alter, schon wieder. Ja, richtig. Ja, ja, ja. Mit Doppeldamage. Ja. Da, wir reißen das noch. Ja. Die anderen beiden haben gut vorgelegt. Du meinst, ich habe euch gut geholfen. Mein Ziel ist auch erfüllt. Ich wollte aus dem Minus-Damage wieder rauskommen. Mein Ziel, aus Minus-Damage rauszukommen, habe ich auch geschafft. Naja, mit 6 Damage. So, was schieße ich denn jetzt überhaupt? Ich mache mal den Berg da ein bisschen platt. Dann treffen wir vielleicht ein bisschen näher. Da, geh weg von mir. Ich muss da weg, ich muss treffen. Ja, warte, ich kann ja sonst... Warum flamest du eigentlich mich, Dexter? Feury hat mehr Schaden in dir gemacht. Du bist in seinem Team, obwohl Feury auch. Oh. Ist halt so. Ich hab mal euren Berg flach gemacht bei dir, Dexter. Eigentlich müsstest du jetzt mit Feurio den Krieg anfangen, Dexter, nicht mit mir. Er hat sogar zugegeben, dass er dir mehr Schaden gemacht hat. Feurio hat mehr Schaden gemacht, aber du hast ihn umgebracht. Die Ausrede ist auch gut. Weißt du, wenn er das darf, darf ich das auch. Nein, du bist Akaya. Alter. Gerade weil ich Akaya bin, darf ich das. Wie ich den Berg einfach rübergekommen bin. Ja, ich darf das, weil Boomerang auch ziemlich wertvoll. Ach, deswegen, er hat einen Shootingstar ja geschossen. Ah, stimmt ja, der 110er. Genau. Für den Shootingstar kann er ja nichts. Shotgun, irgendwas zu unten wird schon treffen. Genau an der Stelle. 40 Schaden, incoming. Ich lerne das Treffen noch. 60. Bei mir war einfach nur die Position von Dexter schuld. Da kann ich bei dir ins Bootcamp gehen zum Treffen. Ach so, du willst meine Position einnehmen, oder? Nee, ob du mich trainieren kannst, damit ich endlich mal treffe. Dann könnte ich aber ebenso als Ausrede nehmen, dass ich noch nie wirklich Boomerang gespielt habe und somit nicht weiß, wie der funktioniert. Ja, darf ich denn jetzt auch erstmal instant getroffen? Guck. Also. Ja, da kommst du da lang? Richtig, Dark, das ist dein Problem, dass du zur falschen Zeit einfach am falschen Ort für den Boomerang standest. Ich mach das. Wenn du ein bisschen runter gehst, dann schieße ich den Berg einfach runter. Er geht einfach rüber. Ich glaube, jetzt wird weißt du wieso? Der Schrapnell. Die haben sich doch aufgeteilt. Und da ist ein Stück gegen den Berg gekommen. Deswegen komme ich jetzt nicht runter. Perfekt.
So geil. Wie ein Schrapnell Leben ruinieren kann. Ja, ohne Witz. Ja, er kommt wieder zurück. Ja. Ja, aber man kann ihn trotzdem nicht wirklich berechnen in den Shell Shock. Oh, schön. GG, Doc! GG! GG, GG! Und danke, Happy und Akaya fürs Carryen von unserem Team! Akaya, hast du eigentlich schon gewonnen? Dark ist einfach so. Dexter ist einfach so toxic auf mich. Ja, du bringst ihn ja auch immer um, genau wenn er in deinem Team ist! Das wollte ich nicht mal! Weil er wurde vorbereitet mit dem scheiß Shooting Star! Den, und dafür, dass Feuerio ihn vorbereitet hat, dafür wird Feuerio nicht geflamed, aber wenn ich ihn durch meinen Boomerang schneller töte, als er sich selber getötet hätte, dann ist das natürlich gegen mich. Dark genieße diesen Streik gerade genauso wie ich. Ja. Ich meine, er hätte sich selber getötet, wenn ich ihn nicht gekillt hätte. Was ist da der Unterschied? Deine Waffe war nicht random und du hast ihn gekillt. Er hätte sich aber selber getötet. Er hat auch gleichzeitig einen Gegner vernichtet. Das stimmt auch. Also. Oh mein Gott. Aua. Oh mein Gott. Es ist ja Punkt. Ein Glück. Das werden wir verlieren. Akaya haben wir auch im Team. Also ich glaube, die Nuke war von Dexter. Ja, der hat's gerade auf dich abgesehen. Ja, wir können auch nicht gewinnen, wir haben Akaya. Ich hab ne Wüste, das wird schon. Warte, die Nuke war wahrscheinlich von Happy. Und was hat Dexter denn geschossen, um genau weil er hat, zu machen? Einen von uns gekrittet auf jeden Fall. Und? Also 3x80, brauchst du rechnen. Ah, okay, die war, ja, die war von Happy. Oder? Ja. Also das würde am ehesten hinkommen, weil der Nuke macht ja 80 Schaden, 2 hat er getroffen und 240 hat er. Einer hat gekrittet. Meine Wicked Witch ist viel zu weit geflogen. 80, 80, 80 sind 240. Standen wir alle drei noch so nah beieinander? Oh Mann. Ja. Ja. Der Nivi ist ja nur weggefahren. Ich glaube, jetzt bin ich leider dazu gezwungen, in meinem in Shinings Team zu joinen. Happy schreibt das nicht ohne Grund dreimal schon. Ah! Da hat jemand Happy Schuss versucht. Weil Dexter hat es jetzt ohne Grund wieder nur auf mich abgesehen. Er hat einen Grund. Junge, hau ab von mir! Ich konnte den Boomerang nicht kontrollieren. Ich habe keinen Plan, wie man den zielt hier in Shell Shock. Mach's wie ich und geh ins Bootcamp. Es gibt kein Bootcamp in Trash Rock. Sei leise, Dexter. Dann verreck du leise an einem Boomerang. Dann geh doch zurück, bitte. Oh. Wenn du sagst, ich soll leise heulen gehen, dann geh du leise verrecken. Oh, 80 Schaden mit den Tangenten. Ah. 80 Schaden mit Tangenten, ich habe 80 Schaden mit Penetrator. Ich muss näher ran, ich habe einen Minenleger. Jetzt will Dexter das richtig wissen. Ja. Ich halte mich aus dem Krieg raus. Jetzt kommt Dexter hier rüber. Dexter will's wissen. Der zeigt dir seinen einen spitzen Gegenstand. Dann zeig ich ihm meine spitzen Gegenstände. Oder er zeigt, wie man in Amerika lebt. Shining, Shining, mein Gott. Nicht zu nahe kommen. Ich muss ein bisschen näher kommen. Ich habe so viele Nahkampfwaffen. Ja, gut, das verstehe ich. Obwohl, das kann das hier schießen. Also das ist jetzt echt verdient, was Dexter angeht. Schwerer Kampfjet. Jawohl, jetzt wird der richtig auseinandergenommen. Zweimal nachholen. Ich habe zwei getroffen. 120. Nein, wer? Akaya! Ja.
man will nicht in deinem Team sein, Akaya. Du triffst immer nur deine Mates. Genauso will man aber auch nicht in deinem Team sein bei Fußball. Du triffst immer das Eigentor. Ich weiß nicht, wovon du redest. Ich schieß nur Tore. Also die Hunde haben wir safe verloren. Vielleicht. Wenn Komm. Akaya sich noch mehr anstrengt, dann... Ich... Kannst du ihn bitte nicht bewegen? Ich schieß Nadeln. Ich hab kein Messer, keine Sorge, Dexter. Hätte ich eins, hätte ich schon genutzt. Das war so klar. Ja, oh mein Gott, Digga. Oh mein Gott. Oh, Geld. Okay, die Bubble ist weg. Akaya, kannst du nicht wegbewegen, dann werfe ich Wasserbomben rüber. Geht schlecht, weil ich denn nicht weiß, ob ich Pinpoint treffe. Weil ich kann Pinpoint gerade sehr gut auf Dexter treffen. Sag, wenn ich hier doof stehe, sag das. Geht ruhig. Sind ja eh so bei den letzten Runden, ne? Ich glaube, das ist sogar die letzte. Komm, Wasserbomben! Liegt anständig! Ja, wenn wir jetzt jeder 100 mindestens machen, dann klappt es. Ich könnte rein theoretisch Trick... Nee, das klappt. Also wir müssten jetzt ultra hart Schaden machen. Kann ich, mit Pinpoint kann ich durchaus Schaden machen. Also ich habe meinen Job schon mal verkackt mit 18 Schaden. Ich habe meinen Job auch nicht hinbekommen. Aber ich habe fast 100 Schaden hinbekommen. Akai, wir haben die besten Positionen. Ich gehe aber noch weiter nach oben. Wer war Michi? Schnellschock, YouTuber. Er hat, glaube ich, 40.000 Abonnenten. Irgendwie so in den Dreh. Okay, weil ich kannte den nicht. Deswegen habe ich sicher schon nachgefragt. Was haben wir denn überhaupt, was wir hier alles gut nutzen können? Gar nichts, okay. Hat der inzwischen, ich guck mal nach, wie viel der inzwischen hat. 3. Ah, der hat nur 24.000. Okay. Hilfe! Ey, das war doch niemals gewollt. Wer weiß? Der hat mich ja direkt getroffen. Hallo, Marcy. Und Dexter muss sich immer weiter beleidigen. Du hast ja auch deinen eigenen Mate getötet, und das nicht nur einmal. Aber in keinem Mal von er hat sich selbst getroffen, der wollte ich es. Aber ja, nicht klar, einmal in dem Zeitraum, wo ich ihn getroffen habe, wollte ich es. Du bist ein Nati-Mate. Den Krieg hast du angefangen, aus dem halte ich mich raus, den musst du zu Ende führen. Mein armer Bär. Ich würde Dexter einfach gönnen, wenn er hier als erstes rausfliegt. Oh, ich habe mich selbst gezogen gerade. Ah, oh, Akaya kriegt erstmal einen schönen Vulkan ab. Ich könnte das im Übrigen auch in der Zukunft so machen, dass ich das so einmal im Monat so verlose, wer von euch dann mal hier mitreden darf. Also heute ist auf jeden Fall special, dass Dark hier mitreden darf. Hallo. Einfach auch schon als Belohnung dafür, dass er halt wirklich von Anfang an dabei ist. Bei jedem Stream, bei jeder Folge. Also da ständig Tipps reingeschrieben hat. Beim Dexter nimmt niemanden was übel, nur mir. Wenn ihn jemand irgendwie mit einem 300er Crit one-shotten würde, würde er ihm nicht übel nehmen. Aber wenn ich ihn mit 30 Schaden versehentlich töte, nimmt er es mir übel. Ja, ist ja nicht das erste Mal bei dir. Alex ist raus. Ciao, Dexter. Verdient, Dexter. Einfach verdient. Freust du dich denn auch, dass du hier mitreden darfst, oder war das eher so
ungewollt. Ich frag nur. Dark? Hä? Ja? Hast du dich denn da auch massiv drüber gefreut oder war das eher so ungewollt? Zumindest nach Dexter. Das ist mehr so eine Überraschung, fand ich. Also mit Freude. Okay. Zumindest bin ich nicht vor Dexter raus gewesen. Aber ihr liegt so nah beieinander. Da wollte mich einer messern! Ich bin auch nicht so ein Fan von meiner Stimme. Der ist Honey, der darf immer mitreden. Das Problem ist, der ist selten da. Ja. Ich warte auch, dass ich das andere Thema, mit dem man endlich zu Ende führen kann. Da kommt was zurück. Ich hasse es. Ortpark leert. Ich habe so weit hochgeschossen. Und es war nicht hoch genug. Ja. Happy, komm zu mir! Ich will nicht alleine im Abgrund bleiben. War mal ein Trickshot. Hab ich irgendwas? Nee, ich hab nichts. Ah, doch, hier. Das hab ich. Aber für die Zukunft merke ich mir, wenn du schon irgendwie 5 Nummern über den Spiel bist, bist du noch besser. Jetzt ist halt wirklich 1 Millimeter vorher nach unten gegangen. So habe ich mich auch gefühlt, aber in Zukunft weiß ich, wenn du schon 5 drüber bist über dem Ziel, dann darfst du nochmal 10 höher zielen, damit du nicht drunter schießt. Ja, das hängt von der Reichweite ab. Das Ding, ich glaube, es wäre egal gewesen, hätte ich jetzt volle Stärke gemacht oder den Schuss, den ich gerade gemacht habe. Also, hätte durchaus volle Stärke machen sollen. Also, wolltest du es nochmal spannend machen? Ja, genau. Trommelwirbel. Komm, den Teleporter mitnehmen. Oh mein Gott, wenn der trifft, ne? Als ob. Oh, der wäre so schön gewesen. Ja, ganz knapp. Hey, das war wirklich so ein Millimeter, dass es Kong verfehlt hat. Oh, Happy, mach einen Trickshot. Mach ihn. Die sind doch schon beide tot. Die kuscheln schon mittlerweile. Übrigens, Dexter, ich bin jetzt über dir. Also, wer kriegt hier wessen Ausscheidungen ins Gesicht? Schön, dass ihr euch darum auch noch streitet. Dark hat, Dexter hat damit angefangen. Ich hab's echt mit Dark und Dexter. Ach ja, so! Wie oft du meinen Namen sagst, obwohl du Dexter meinst. Okay, schon 5-mal. Fängt halt beides mit dich an. Ich feier es. Ich sag's dir, es sind die Folgen von Corona. Ich feier den Streit zwischen den beiden auch. Den Streit zwischen den beiden feiere ich richtig hart. Ja, ich feier den auch. Er fängt den Streit jedes Mal an. Nö, du fängst ihn an, indem du ihn tötest. Ich hab ihn aber nicht mal irgendwie töten wollen. Ich hab einfach nur geschossen auf gut Glück und dann habe ich ihn getroffen. Vor allen Dingen, wenn er im Gegnerteam ist, da tötest du ihn irgendwie nicht, aber wenn er in deinem Team ist, dann tötest du ihn. Ich treffe ihn halt immer nur einfach auf Pech halt. Beim letzten Team hat er dich mehrmals getötet, Dexter. Ich ziehe halt auf was anderes, aber treffen tue ich Dexter. Das ist halt jedes Mal so irgendwie. Ich weiß es gar nicht mehr. Vom letzten Stream. Ja, ich kann da ja immer wieder reingucken, deswegen ist bei mir leichter, sich dran zu erinnern. Ich glaube, das trifft nicht. Nee. Doch. Und einer hat noch getroffen. Komm, Epi, den kriegst du. Den kriegst du.
Spiralpower! Spiralkraft. Oh. Wir hatten denselben Gedanken. Ja. Habe ich direkt an Zombie gedacht. Spiralkraft! Die Folgen habe ich auch alle gesehen. Ja, die sind so Gold wert. Blöde Schnecke. Oh, ich meinte damit wohl. Oh oh. Ich glaube für David. Nee. Der Koggenberg ist auch raus. Vom Namen hätte ich ihn sogar für den Deutschen gehalten. Ja. Er fasst auch das Paket. Ihr wurdet nochmal gewaschen. Ich glaube, er war sogar deutsch, als ich gelesen habe. Warte mal. Ja, den Text sieht man nicht mehr. Und tschüss, Dark. Tschüss, Happy. Oh, what? Fünf Sterne? Ich würde mal sagen, das ist der Marcy aus dem Chat. Hui! Also, da hat wohl wer echt kein Leben. Ja, soll ich auch sagen. Alter. Also, so hätte ich das jetzt nicht ausgedrückt, aber... Ich hätte einfach nur gesagt, da hat einer viel Freizeit. Das Höchste, was ich bisher jemals gesehen habe, war 3 Sterne. Also das ist halt auch das erste Mal, dass ich sehe, dass irgendwer 5 Sterne hat, ne? Ja, ich auch tatsächlich. Also das war wirklich eine Überraschung. Jetzt verstehe ich auch deine Aussage von gerade eben, wo du mir hättest direkt sagen können, dass ich nicht treffe. Ey, das will ich auch mal kurz wissen. Wie viele Spielstunden hast du bitte? Also bei Dark habe ich ja schon gesehen, dass du, glaube ich, so 100 irgendwas hast. Ich? 100? Ne, 100.000 wollte ich sagen, Entschuldigung. Also, ja, 854. Du hast 154 Spielstunden. 854. Achso, 800, ich habe 100 verstanden. 5.000. Du hast Freizeit. Junge, wie alt ist der? Damit hat er mehr Spielzeit in allen Spielen, die ich jemals gespielt habe, zusammen. Ja. Nur in Shell Shock. Ja, ist natürlich so. Ich auch. Bei mir ein Spiel könnte da sein, wo ich tatsächlich sogar mehr Spielzeit habe als er gerade. Jetzt kommt's. Monster Hunter. Boah. Bei Monster Hunter habe ich richtig Hardcore-Spielstunden. Na, also nix kommt bei mir bisher nach wie vor an G-Mod ran von der Spielzeit her. G-Mod? Garry's Mod. Ja. Da habe ich bisher nach wie vor am meisten. Dazu wollte ich eventuell auch irgendwann nochmal ein Community-Stream machen. Zu irgendeinem G-Mod-Server, wo wir dann alle zusammen was machen. Muss ich aber auch mal überlegen. Ja, zurzeit spiele ich auch Lodestar. Was? Warum sagst du mir nicht, dass du Hello Kitty spielst? Am A? Weil ich das nicht spiele? Tja. Wie viel Salz in der Wunde einfach verstreut. Ich find's einfach nur süß. Ich hab ihn halt richtig gesalzen, Junge. Ja. Der Nein. muss. Der. Wahrscheinlich schmeckt Dexter schon gar nicht mehr so salzig, wie er ist. Nee. Ich hab ihn komplett versalzen. Ah, fast! Wäre fast ein Trickshot gewesen. Du musst ihm mit Liebe entgegnen. Versalzenes Essen gehört weggeworfen, also weg mit Dexter. Die Liebe ist immer stärker. Nichts ist härter als Salz. Doch, Süßwasser. Deswegen wird Süßwasser ja auch salzig, wenn es mit Salzwasser oder Salz generell in Kontakt kommt. Stimmt auch wieder. Boing. Los. Salz ist immer härter. Oh mein Gott. Tja, nur dass ich sogar noch was Härteres habe. Sag mich nur was gerade. Ey! Gönn mir das doch, Marcy!
Das bleibt schon vor meiner Nase. Nö, er hackt sich das mal kurz. Oh mein Gott, ey. Eine Metallstange, was? Die du aus der... Oh, da hat jemand Glück. Oh mein Gott, ja. Da hat einer Ultralack. Ich bin froh, dass ich gerade nicht schießen müsste, ne? Guck mal, für mich wäre das... für mich und Happy wäre das jetzt so gerade eine richtig doofe Position. Das ist doch einfach nicht fair hier mit Dexter. Er wollte auf mich treffen, aber... Oh, guck mal. Ja. War wohl nicht. Da ist einer bis zu mir gekommen. Ja, jetzt! Er hat Dark aber zweimal getroffen. Ja, das ist so, dass er überhaupt noch bei uns hier hinten ankam. Also einer ist auch bei mir gelandet, ne? Ich glaube, er hat uns beide mit einem getroffen, eher. Ja, hat er. Da fragt man sich, wieso ist die Hitbox von diesem einen Frosch so groß gewesen? Naja, eigentlich sogar von der Kaulquappe. Jetzt gehst du wieder aus, würde ich erwähnen. Jawohl! Ja, 115 Damage. Ich muss meine Rache eben schieben. Du musst dich kurz an Dexter rächen, oder wie? Ja, die zwei Crits. Die schmecken nicht so. Wenn ich überhaupt treffe. Nee, ich habe ihn. Ich glaube, ich habe ihn nicht getroffen. Was Sakai aber zerstört. Oh, fast dieselbe Schuss bei mir gerade eben. Nur ein bisschen höher. Bisschen deutlich höher, würde ich sagen. Nee, ich sehe meine vorherige Flugbahn. Oh. Und da ist der erste schon mal raus. Einer weniger. Der erste. Ich bin schon mal nicht der erste draußen. Ich hab zu hoch geschossen. Warst du überhaupt schon mal der erste, der raus war? Ich? Ja. Ich glaub nicht, oder? Ich glaube, bei einem Stream war ich irgendwann einmal als erstes bei Scharfschütze draußen, aber. Aber doch nicht bei 8, oder? Nee, bei 8 nicht. Bei 8 Leuten war ich auch nie bisher der Erste. Meistens bin ich sogar unter den Top 4 ja immer. Ja. Bei Scharfschütze habe ich ja immer gut mit Sunny trainiert. Da kam immer schön eine gute Fade zustande. Ich glaube, das war so geplant. Ich bin schon tot. Diesmal hat er nicht Glück gehabt. Schade. Ich kann die Kuh doch verstehen. Das ist auch eine schöne Position. Ich hätte lieber die Synchros schießen sollen. Langsam füllt sich die Liste der Toten. Ich bleibe nicht alleine. Ja, ciao, Dexter. Ich verzieh mich. So, und jetzt kommt Akaya hinterher. Ich lasse es einfach regnen. Mein Name verdeckt einfach deinen Namen. Oh. Ah, doch, der Letzte. Genau, der Letzte, Junge. Ach komm, ich war ein Trickshot. Das hat ja vorhin schon so gut geklappt. Ja. Dexter hat schon so gehofft, dass ich in, dass ich auch zu ihm in die Schattenseite komme. Ich bin schon tot. Das hättest du zu meinen Sternen auch sagen müssen. Zwei sind auf dir gelandet. Darunter auch der Letzte, der mein Target noch getroffen hat. Feurio, komm zu mir. Da hat einer getroffen? Ja, Akaya wird getroffen. Was? Immer wenn du auf Dexters Seite bist, ist das die falsche Seite. Oh, Marcin versucht auch einen Trickshot. Wie hieß das nochmal? Muskete, glaube ich. Hm. Ja.
Ihr fusioniert. Fusion. Ja, kuscheln, ja. Ah, nee, er hat ja Corona, oh shit. Ja. Nein, warte. Ich bin genesen. Ich hab noch die ganzen... Ich bin auch bald genesen noch. Vermutlich morgen oder so. Ah, warte mal. Da quert einer von uns. Nein. Einer von uns. Ich will nicht auf Dexters Seite sein. Ja, dann musst du gewinnen. Dann musst du gewinnen. Und Dexter wird dich anfeuern. Hey, fast durchgehend sehe ich hier, dass 10 Zuschauer im Stream sind. Also, ja, heutiges Team, ihr scheint echt alle drauf gewartet zu haben. Vorhin waren es sogar 11 wieder. Ja, für einen kurzen Moment eben, als ich geguckt hatte. Weißt du, normalerweise so 5, 6, die über Shellshock so live zu gucken, heute sind zwischen 10 und 15. Was war das Maximum, was du schon mal hattest? Das wäre das heutige. Ja? Ich hatte noch nie so viele Zuschauer live wie heute. Wir haben einen neuen Rekord aufgestellt, indem wir ihn reingeholt haben. Vielleicht sollte Dark öfter im Call sein. Feuerio hat aufgegeben. Das war zu viel für ihn. RIP Feuerio. Sein Hirn ist geplatzt. Sein Hirn ist vor lauter Nachdenken einfach geplatzt. Ja, werden noch mehr. Immer weiter. Da hast du recht, Stromberg. Warum habe ich eigentlich Heavy Napalm hier auf dem? Ist doch eigentlich ganz gut auf Reichweite, der streut massiv. Ja, aber nur Richtung Boden. Das scheinst du zu vergessen. Das streut nur, sobald es sich Richtung Boden oder ein anderes Ziel neigt. Du hast und nicht irgendwie mitten in der Luft. Teste dein Glück. Okay, wenn ich treffe. Warte. Und ich habe auch noch die ultimative Wicked Witch wieder in meinem Inventar. Komm, Akai, hast du Glück? Ja, du hast heute Glück, okay. Ich habe heute Corona, aber kein Glück. Ich sag nur Boomerang. Zumindest eine Sekunde. Oh. Das war ganz knapp, Happy. Ja, das war ganz knapp. Das war wirklich absolut das Letzte. Er wollte spannend machen, wahrscheinlich. Das war es wahrscheinlich. Schauspinne. Im Übrigen, man hat es nicht gesehen, weil ich einen YouTube-Avatar nutze, statt einer Facecam. Ich bin erstmal so ein bisschen zusammengebrochen vom Stuhl runter, als ich den Schuss verfehlt hatte. Also man sieht es ja bei mir nicht, deswegen erwähne ich es mal. Oh, Geld, Akaya. Danke, du bist immer noch eine Geldmaschine. Geld! Aua! Und also alle sagen immer, der ist komplett random. Mich hat er noch nie enttäuscht. Außer mit der Hitbox und dem Schaden. Also entweder ist der richtig heftig, der Spaß, oder er ist absoluter Dreck. Feurio ist doch schon tot, genauso wie Shining. Ja, Shining. Feurio kam mit der Situation nicht mehr zurecht. Ja, sein Hirn ist durchgebrannt. Happy, einer von uns! Der Crit sind heute echt krass, ey. Ich muss sagen, die Crits heute sind echt überwältigend, also... Ich muss sagen, ich war noch nie so lange dabei. Du bist in der Top 3. Ihr seid alle solche Geldmaschinen. Vielleicht habe ich noch eine neue Waffe. Ja, what?
Oh lol! GZ, Duck! Okay, der Gewinner dieser Runde kriegt richtig viele Gears. Weil wir wetten gerade alle zwei Gears. Du meinst, für Marci kriegt viele Gears. Ich kann Marci direkt einbauen. Es könnte sich auch einer opfern und eben kurz Treibsand auf ihn benutzen. Ich hab keinen Treibsand, also kann ich mich schon mal nicht opfern. Oder Bumper Assault. Ja, ich hab gar nichts, was eingräbt. Das wäre asozial, wenn ich dich jetzt einbuddel, Shining. Ich hab schon so wenig. Ja, deswegen will ich. Ich hab auch wenig. Vor allen Dingen, es kriegt ja nur die Gewinnen der Gewinner, die in Gears, ne? Ja. Alle anderen verlieren jetzt zwei. Jetzt in Gears. Der Gewinner kriegt. Sind es nicht 16 Gears für den Gewinner? 16 Gears für den Gewinner, also du gewinnst schon sehr viele Gears jetzt diese Runde. Hä? Es sind doch nur 7. Du hast dich auch noch in mich reingeportet. Hey, ja, 6 müssen abgeben. Jeweils 2. Nee, dann kommen wir auf 12. Nee, wir kommen auf 12. Ich wollte gerade sagen, ich habe dann. Oh Gott. Ja. Du hast die vorhin 8 gerechnet. Aber trotzdem wären wir dann auf 14, weil wir ja nur für eine 7 abgeben können. Ja, mit mir kannst du kuscheln. Ich habe kein Corona. Ja, oh. Ich bin nicht der Erste. Die Munde waren aber stark. Bis das 88 macht. Einfach weil das letzte Runde mein Untergang war. Ja, wolltest du mich jetzt an? Ja, stimmt auch wieder. Du kriegst ja durchgehend Gears. Da sind 2 wahrscheinlich mindestens drunter. Also so tragisch ist es jetzt auch nicht. Ist eigentlich schön für den Gewinner, weil der so Gewirr kriegt. Vor allem, wenn er noch ein blaues Level hat. Du wolltest es aber auch gerade riskieren. Das kann vielleicht sein. Vielleicht wollte ich Akai ja auch nur versorgen, dass er überhaupt nicht mehr hier hochkommt. Risk it for Biscuit. Und ich komme da trotzdem noch hoch. Ja, aber wenn halt ein schwerer Schuss kommt, dass du da halt nicht so schnell hochkommst. Also ich habe Akaya nochmal ein bisschen runtergeschossen. Happy. Sammel doch XP für die Waffe. Hab ich doch. Happy, hab ich gesagt. Ach so. I'm so happy. Ja, dann ist er auf jeden Fall happy. Wenn er die XP sammelt. Auf Akaya. Ne, war nicht. Du kriegst deinen spitzen Berg. Viel Spaß, Akaya. Du hast keinen Wind, eventuell könntest du es mit dem Trick versuchen. Na, das wäre doch langweilig. Und... Oh! Den Trick brauche ich nicht. Du hättest beide getroffen. Oh mein Gott, Digga. Aber eigentlich ist das gar nicht so schwer. Du musst nur von unten rechts in das Portal... unten rechts, von unten links. Dann trifft es auf jeden Fall. Oder du triffst in das rote Portal von links Mitte. Das war wunderschön. Das war wunderschön. Vielen Dank. So beautiful. Oh, so, Störungskombi. 75 Damage. Aua, ich hab mich selbst getroffen. Der ist auf mich gewandert. Das hat das nun mal so an sich. Ich dachte, Marci wäre so ein Zentimeter näher. Nee. Offensichtlich garantiert ist das nicht. So, ich habe meine Gears jetzt schon wieder raus. Ich habe erst 1 bekommen von Marci. Wenn ich so einen schrägen Winkel habe, dann nehme ich auf jeden Fall mal die Tontauben. Dann kann ich die leveln. Bitte werden wir Marci schon los. Er ist die zu größte Herausforderung. Wie sollen wir das denn bewerkstelligen? Ich mach das schon. Ich hab eine Waffe dafür. Opferst du dich gerade für uns, oder? Nee, das nicht. Ja, auf die Gears habe ich vielleicht auch Lust.
Oh, Akaya will jetzt richtig Punkte sammeln. Ich glaube, es explodiert schon da drunter. Nee. Oh, das hat noch gut getroffen. 90 Damage. Schmeckt. Die Frage, das Portal kann richtig stören. Leute, er hatte recht. Die Items sind an. Er kann jederzeit einen Teleporter nutzen. Und davon hat er definitiv genug. Ich hoffe, ich treffe dich jetzt nicht. Und ebenso kann er sich mit auch mit Jetpack über die ganze Map hin fortbewegen. Du hast extra in den Tod geworfen. Ja, ich hab dich jetzt auch, oder? Nee, ich hab Schnellfeuer. Pull Dexter da nicht wieder raus, er gehört da unten rein. Oh mein Gott, hab mich aber auch in den Tod geschickt gerade. Ich denke, ich habe keine Teleporter. Oh ja, ich glaube, da kommt Dexter nicht mehr hoch. Eventuell habe ich ihn in den Berg schräg genug gemacht. Versuch es. Eventuell hast du ihn aber auch gerade so gemacht, dass er da hochkommt. Wie, der hat schon seit über einem Jahr 5 Sterne? Ja, hat er. Holy shit, Digga. Ja, gerne, ich nehme gerne einen Stern. 160 davon. Also gegen so ein, zwei Sterne hätte ich auch nichts gegen. Ich nehme 5. Achso, Teleport. Ja. Nehme ich auch ein paar. Gib mir gerne mal 10 Teleporter ab. Also ich nehme auch einen. Ich bin bescheiden, ich nehme nur einen. Ich hätte gerne von allen Items irgendwie so ein bisschen was. Da ich alles brauche, weil ich nichts habe. Und ich habe die 2 Zahnräder drin. Dexter bleibt da unten. Jetzt kommt er auf jeden Fall hoch. Jetzt ist er auf jeden Fall schräg noch. Also ich habe jetzt auf jeden Fall meine 2. 5 Euro pro Item. Das finde ich jetzt nicht so toll. 5 Cent wäre besser. Er muss ja auch Profit damit machen. Ja. Wolltest du dich selber spotten? Ich konnte einfach nur gerade nach oben schießen. Er will mich selber spotten. Bitte, ich komme hier hoch. Nein! Ja, aber hier. Hier komme ich wenigstens hoch. Das wäre so bitter gewesen. Warte, ich glaube, ich müsste das damit hinkriegen mit der Waffe. Ich hoffe, die enttäuscht mich jetzt nicht. Die Zerbrecherkette, eventuell noch von dem oberen Berg. Ich wollte, dass er den Berg vorne trifft. Nein! Ja, warum? Verlass uns doch nicht so früh. Anscheinend soll ich das. Happy auch. Du hast euch beide in den Tod gerissen. Du hast Happy mitgenommen. Wir haben es schon mal in die Top 4 geschafft. Und ihr werdet auch nochmal gesehen. Warte, was? Y gestrichelt. Dollar ist das? Ach, das ist die japanische Währung. Oh Gott, das ich ist schon. Das ist Yen. Japanische Yen. Oh. Ich habe das Symbol auch erst nicht erkannt. Viel Glück, Akaya. Das treffe ich doch niemals. Wäre jetzt lustig, wenn er irgendwie was die russische Währung gemeint hätte. Und der hat der aber. Die sieht ja ganz anders aus. Ciao, Akaya. Ja, komm, Shining, du schaffst es. Er kriegt natürlich direkt wieder genau über seinen Kopf was rübergesetzt. Ja, yo. Ich mach mal hier ein bisschen platt. Ich darf wirklich über die ganze Map schießen, er kriegt direkt was über seine Birne. Ich hab Dex das Leben schwerer gemacht! Nee, warte, er kommt da ja hoch. Ja, aber das war trotzdem gerade richtig fies. Da hab ich ihn einfach die Wand mal direkt vors Gesicht geklatscht.
Oh mein Gott! Ich hab Dex Zone gebracht, um Gottes Willen! Oh, ja, schau, Dexter! Okay, Marci, nur noch du und ich. Oh, scheiße. Halt euch das Klippen. Oh, scheiße. Ich war schon lustig. Ich sehe nur eine Möglichkeit. Gönn Shining die das Geld. Er hat nicht so viel Geld. Ich hab nicht so viel Geld. Gönnt mir mal. Ich find's schön, ich dass verliere ich jetzt auch immer alles, was ich bekommen habe. Ey, wenn ich diese Wette auch noch gewinne, ich... Hey, ich freue mich so hart. Jetzt habe ich Angst, das zu verkacken! 1000 Elo. Oh, der hat mich vorhin umgebracht. Na, ich kann einfach quitten. Oder du schießt einfach. Das wäre am leichtesten. Nein! Oh oh. Ich hab ein Problem. Ich hab ein Problem. Ich hab auch nichts mehr, was streuen kann. Ich hab ein Problem. Warte, ich guck mal. Vertrauen die Zuckung. Oh, danke, Marci! Er ist nur actually wegen seiner Elo gelieft. So viele Gios! Ich hab... Ey, danke, Marci. Danke. Marci ist halt actually nur wegen seiner Elo gelieft. Und... Feuerio! Oh. Oh mein Gott, Digga! Ich hab Ultimate Imploder. Jawoll, Alter. Ich kann den aber nicht ein. Feuerio brennt lichterloh! Oh nein. Ich habe auch was Lustiges, was ziemlich rumbuggen könnte bei einem Black Hole. Und einfach nur, weil es rumbuggen könnte, werde ich es schießen. Oh, Dark Fleet. Ich habe ihn mal ein bisschen runtergesetzt, ne? Welcher Idiot hat die Fläche flach gemacht und somit meine Portal Gun vernichtet? Feurio. Er kann die Fläche nicht flach machen, wenn er nicht am Schießen ist. Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich habe nichts mitbekommen. Kann man eigentlich den Panzer noch irgendwie upgraden nach 100 mit diesen Sternen oder ist da auch Sense? Ach so, für den Imploder, ja, da hätte ich auch einen Check genutzt. Ich will jetzt selber nicht 100 Schaden verlieren. Bei einem Imploder kann ich verstehen, dass man Schild nutzt. Oh. Ey, wenn ihr den jetzt runterhaut, dann wäre ich so sauer, aber eigentlich müsste das. Eigentlich müsstest du ihn doch so oder so treffen, hat das nicht eine immense Range? Ja. Außerdem, ich schieße ihn reißend. Ich schieße ihn nicht runter. Oh, die. Und du machst dir Sorgen, dass du nicht triffst. Vielleicht. Alter, so eine Range. Da macht man sich mega Sorgen, dass man nicht trifft, ey. Das war doch der 21er erstmal. Was? Wie ist das passiert? Ich hab gehört, wir machen alle nächste Runde Overcharge, außer die, die Ringe haben. Er hat das auch ein Shit. Ja, genau, zurück. Oh mein Gott. Der 21er. Ja. Oh, mein Schild ist, glaube ich, so weggesprengt worden vom Imploder, dass der schon direkt weg ist. Ich richte die Map wieder hin. Ich habe nichts, womit ich ihm Schaden machen könnte gerade. Deswegen mache ich nur Overcharge. Ich habe was Lustiges, was mir aber nichts bringt. Weil, ja, Schild, Overcharge, also. Ach, die Drohne, die schießt da auch durch. Ja. Ja, die habe ich aber leider Gottes auch nicht. Ich glaube, die Störungskombi kann auch da drin treffen, wenn es auf ihn ableitet. Also wenn ich jetzt beispielsweise Dexter, wenn er jetzt ein gegnerischen Team wäre und Dexter treffen würde, das würde auch in den Schild reingehen. Oh mein Gott.
Hey! Das war meiner! Das war meiner! Also wirklich, da klaut er uns einfach das Päckchen vom Gesicht. Vor allem uns beiden. Das war unser Päckchen. Naja, wenigstens hab ich die hier zweimal. So, ich gehe auf den 45er Winkel. Und schieße ein Quadrat. Ich hatte die Wette übrigens natürlich vorher wieder ausgemacht. Ne? Wo kam auf einmal das große Loch hinter dir her, Dark? Das war nicht zufällig ich. Was hast du denn da reingeschossen? Spatz. Das ist Spatz. Nee, Stufe 2 davon. Den habe ich einfach zweimal die zweite Stufe. Wie ich einfach zweimal die zweite Stufe von Spatz bekommen habe. Nee. Dualroller! Schock-Shell! Nicht Shell-Schock! Ach, Dark! Ach, Dexter! Kriegst doch nur meine Schock-Shell ab, merk nicht! Will ich doch gar nicht so hauen! Ach, ich schieß nochmal die Sparze! Oh, wegen euch hat mein Dualroller getroffen! Oh, ich hab getroffen! 88 Damage! Irgendwann muss ich den ja mal leveln. Die erste Stufe ist ja richtig Müll beim Roller. Die zweite ist gut, ne? Wo dann so viele runterkommen. Und Dark, ich glaube, ich habe das Loch bei dir noch mal ein bisschen größer gemacht. Vielen Dank. Ja, bitte. Ich gehe mal von dir weg, ne? Okay, ich bin weg, bye. Rambock! Assi, ich könnte einen Schuss versauen, aber ich achte halt darauf. Ich bin ziemlich bürgerlich, muss ich sagen. Du und bürgerlich? Macht der Vulkan die Bürgerschaft nicht kaputt? Nein. Er macht doch nur alles schön warm, damit die Menschen schön ins Wasser springen können. Ich glaube, da kochst du mehr, wenn du in der Lava bist. Das ist, glaube ich, unangenehmer. Ich meine ja nur, es wird so warm, da fühlt sich wie die Nudeln im Topf. Und der Rambock war Müll. Mein Feuerwerk war auch Müll. Aber immer noch besser als das grande Finale von Dark. Aua, aua. Verdammt. Letztendlich hat mein Feuerwerk zumindest etwas mehr gebracht als das gerade Finale von Dark. Hat deins mehr gemacht? Nee, meins hat zwar 4 Schaden weniger gemacht, aber dafür, dass du die zweite Stufe hattest, hab ich trotzdem overall, wenn man auf die Anzahl berechnet, mehr Schaden gemacht. Ja, ich glaube, meins ist auch gegen den Berg gekommen. Vielleicht haben sie noch ein paar verpufft gewesen. Habe ich jetzt nicht ganz genau gesehen. Du kannst machen, was du willst, Marcy. Wir spielen Just for Fun, nicht hier Competitive. Merke ich mir bei Doppeldamage an. Ich wollte meinen Dualroller ein bisschen besser leveln. Ich habe auf die Leiche geschossen. Ich habe den. Hättest du nicht den Doppeldamage lassen können, wenn du schon nicht triffst? Ich habe den toten Dexter schon wieder getötet. Oh, ich war noch außer Reichweite. Du warst außer Reichweite. Warum wollen meine Sachen die ganze Zeit Dexter treffen? Weiß ich nicht. Ich meine, mein Klee hat wieder Dexter getroffen. Bitte schreib nicht Inferno schreiben. Was? Inferno? Hat Marcy einen Imploder gerade? Ich sehe das nicht, weil genau da drin. Der Inferno hat er. Level 3 Flamme. Ach, und er wollte halt, dass es sicher bei ihm liegt. Ich weiß nicht. Oder er kam nicht weiter. Oh, ich glaube, ich habe ihn gerettet ein bisschen. Ich glaube, das hat nicht viel Schaden gemacht, weil ich ihn gerettet... Nee, doch nicht. Hat doch viel Schaden gemacht. Ich habe zumindest 10 gemacht. Ihr lasst Eure mich leben. Ich verstehe das nicht.
Weiß ich nicht. Oh, ich hätte nichts sagen sollen. Ja, vielleicht hat er dich nicht mehr gesehen. Ich glaube, als hat er wirklich keine Wahl. Ich bin auch wieder nett. Ich schieße auch wieder Schockshell. Den könnte ich mich sogar anschließen. Ich nicht. Ja, du vor allem. Obwohl, doch, du schießt vor allem vorne. Wenn du den Panzer schießt, schieße ich ihn auch. Ich hab den nicht, sag ihn's nicht. Dir ist schon klar, dass er dich aber hören kann, oder? Ja und nein. Ich werde was anderes Tolles machen. Okay, ciao, Marcy. RIP 1, Marcy. Ich schieße runter, übrigens. Oh mein Gott, ey. Er ist unten. Ich wollte mal ein bisschen terraformen. Ich will nicht. Ich will das nicht. Oh, ich hab Beacon. Oh nein. Ich hätte nicht terraformen sollen. Einer ist zurückgekommen. Nein! Ja. Als ob du mich auch noch getroffen hast. Mit dem allerletzten. Ich glaube, ich hätte nicht terraformen sollen. Dafür terraform ich nochmal. Ich mach Trickshot. Ja, der trifft sogar. Logischerweise. Logischerweise ja, und jetzt treffe ich mich selbst. 132, das war ein Crit. Oh, ich hoffe, die Riesengranate springt jetzt nicht. Ich habe Angst. Nee, aber nein, die ist genau in dem Loch gelandet. Aber ich habe wenigstens das Geschenk bekommen. Und da waren nur 10 Armor drin. Bitte, lass mich den. Hol dir den da oben, der hat nur noch 38. Der lohnt sich doch viel mehr gerade abzuschießen. Der ist aber ein Noob. Armer Noob. Die Waffen sind eh scheiße, aber ich hole sie mir mal. Oh, ich kann meine Tontauben leveln. Wow, ich habe wirklich einen Shot und... wirklich einfach nur einen Big Shot und einen Bulger von ihm bekommen. Habe ich nicht prediktet. Seine Waffen sind eh schlecht. Tontauben, ich kann sie endlich auf die zweite Stufe bringen. Weißt du, was ich Tolles habe? Eine Wicked Witch für Feurio. Ah, du schießt ihn runter, ne? Ja, gut. Was? Wicked Witch schießt nicht runter? Nein, Shining. Tontauben schießen stark runter. Ja. 102 Schaden! Ja. Oh. Wir haben fast gleich viel. Oh. Ich hab dich um 2 Punkte überrascht. Das sieht nach einem Schuss auf mich aus. Ja, ich glaube, du bist verlockender als ich. Oder? Er trifft den Doktor. Er hat ein falsches Konzept rausgegeben. Okay, den Doktor. Ich glaube, Akai hat da noch Hoffnung zu machen. Ist nicht so toll. Immer auf den Doktor. Genau. Das ist der Heiler. Den Heiler will man erst als erstes weghaben. Ich wollte gerade sagen, der heilt sich eh ja nachher noch. Ich muss dazu sagen, Armor zieht Agro. Also, ich habe keine Armor, ich ziehe keine Agro. Feurio hört sich die Verhandlung erst noch an. Nö. Ich wandere aus. Wohin? Ah, jawohl, Pink Blut. 39. Hatten wir das nicht gerade? Ich baue ihn ein bisschen runter. Boah, ist das dein Ernst? Ich wollte gerade mit Godrays reinschießen, aber du willst ihn runterschießen. Der wird in er wird in einem kreisrunden Loch sein, also vom Prinzip her kann es funktionieren. Nein, nicht wirklich. Da schieße ich lieber Tarantula. 92 Schaden. Er lässt es euch regnen. Und weißt du, wie viel Schaden ich gemacht habe? Ganze 20! Der Säureregen ist ja ultra krass. Und ja, jetzt bin ich tot. Ciao. Ja, ich wusste, dass er den einsetzt. Oh, wie geil. Wenn ich auch. Predicted. Oh, ich könnte... Du denkst, du wärst geschützt, weil du eine Bubble hast, aber ich treffe dich trotzdem. Ich versuch's sogar mit Trickshot. Ich glaube, ich schieß mal. Hm? Was heißt du denn?
Komm, Dark, zeig deine ultimative Waffe. Ich glaube, der... 1, 2, 3... Ach du Kacke. Nicht auf mich! Das war eine Mega-Nuke? Du wolltest... Dark, du hast mich verdammt. Fairerweise habe ich auch einen Tracer genutzt. Muss ich fairerweise sagen. Der wäre sonst gegen den Bumper ein bisschen abgeprallt, also. Ich will nicht. Ich hätte auch einen benutzt, wenn ich einen hätte. Heure, ich bin unschuldig. Was auch immer die Zahlen sagen, ich habe dich bisher nicht einmal angegriffen. Aua. der will aber nicht. Aua. So gut. All dein Schaden ist Teamschaden, richtig? Ich komm die Wand da nicht hoch. Ich find's so toll. Oh mein Gott. Dark ist so toll, er hat dich zum Tode verdammt. Wieso? Ich komm aus dem Loch nicht raus. Bis er rauskommt, ist er tot. Arbeitet der Gegenwind jetzt für mich? Ja, dadurch treffe ich viel besser. Du hast alles richtig gemacht, Dark. Oh, zwei. Ja? Nein, ja, nein, Shining nein, soll sterben. Nein! Du hast nichts falsch gemacht. Aua! Ja, der Wind hilft dir zumindest. Es ist nicht deine Schuld. So. Na gut, echt. Und er kriegt auch noch meine Waffen! Dark, wir glauben an dich, du schaffst das noch. Ja. Sogar ein Spiel. Wenn du an Dark glaubst, dann bist du verlassen. Rebound ist die Meta für EXP-Multiplayer, ja. Warum nicht in mein Team? Warum sollte er wollen? Ich meine, ich will doch auch nicht. Wie kommt es aber? Erst bei Panzerball geht die alle aus meinem Team raus, ne? Ich wusste es. Bei Panzerball will gar keiner in deinem Team sein. Oh, ich habe ja einen ziemlich einfachen. Ich überlege gerade, wie ich das überhaupt treffen kann. Ja, easy. Ich lass das einfach mal dran lang gleiten. Hau doch gegen das obere vielleicht. Du kannst doch, hau gegen das obere sonst. Gegen das obere, was so zu denen anwinkelt da oben. Aber wie weit muss ich jetzt nach rechts ziehen dafür? Ich schätze den Wind immer falsch ein. Eventuell fliegt die Drohne einfach jetzt viel zu weit. Oder sie bounced nicht mal. Wollt ihr mich verarschen? Die hat sich einfach aktiviert, bevor die gebounced ist. Ach so, du meinst, es ist das... Ich hab das oben links nicht gesehen. Ja, das hatte ich oben links gemacht. Ich hab das nicht gesehen. Ich bin blind. Bin ich auch. Ich hab eine Brille. Ich hab keine. Kann man Feurio richtig gut treffen. Traveler rein und dann alles ist gut. Ich habe den Plan. Ich schieße jetzt eine Sternschnuppe rein. Gib einem selbst. Hallo, ich habe noch nicht getroffen. Was bist du? Ich mache einen Luckshot gegen das Teil. Oh, ich nehm Crackler. Ich habe es nicht getroffen. Ich Alter, habe... was war das für ein Trickshot? Bananenbrot, holy shit. Bananenbrot, oh my god. Du bist ja echt gut. Das gute Bananenbrot. Das gute mit den Stückchen. Ernst gemeinte Frage. Feurio, Rebound. Vielleicht. Bananenbrot ist beliebt. Aber dann hat er wahrscheinlich gleich nicht mehr so gutes Aim, Shining. Das musst du, glaube ich, dann nachmachen. In der Tour. Du musst ihm das Aim ja denn sonst irgendwie wieder zurückgeben. Ja.
Hast du nachher Schuld, wenn er nicht trifft. Außer hey, dir ist es egal, dass... Bett, kannst du mal aufhören, mich die ganze Zeit anzuproben. Solange es dir egal ist, dass wir dann kein Aimbrot mehr haben, kannst du ja gerne abbeißen. Aber wenn du noch ein Aimbrot haben willst, solltest du nicht abbeißen. So, mein zweiter Stern. Ich weiß nicht, was ich schießen soll. Bitte komm nicht zurück. Nein, ich hab das untere... Ja. Sag mal! sorry, Shining. Oder auch nicht. Nee, ich hab einen Millimeter an der scheiß Bounder da vorbeigeschossen. Einen Millimeter! Fast, ich hätte dich fast mit einem Spotter getroffen. Mal wieder. Ich meine, wäre ja nichts Neues bei mir gewesen. Ja, du bist ja eh so ein Antimed. Also mein Aim ist halt sehr gut, aber nur wenn es darum geht, ja, das Aim gegen meine Mates einzusetzen. Mein Aim ist nicht gut heute. Mein Aim ist richtig godlike, wenn es darum geht, meine Mates zu treffen. Das war ein nicer Stein. Boah, das war ein... Das tat weh, der Stein. Der war böse. Ich will nicht gerne Steine an den Kopf bekommen. Oh, diese Rampe da, diese Rampe sieht so schön aus. Die ist so schön, da muss ich glatt weinen. Oder nicht voller Pulle gegen. Doch, ist nicht voll schön. Das trifft niemals, Junge. Warum ist der jetzt Glück. Mein Blitz will nicht. Mein Kaktus ist einfach durch Euryon durchgegangen. Ich habe irgendwie Nico getroffen. Komplett durch seinen Körper ist es durchgegangen. Hab ich gesehen. Ich glaube, da hat sich Bananenbrot eine Kiste gesaved. Niemals, nicht wenn ich dahin wandere. Nicht wenn du deine Hex aktivierst, meinst du? Ja. Weil sonst hat er das schon, die Kiste. Warte, ich geb schon den Code ein. Der hat ihn zu oft verfehlt, da ist er gelieft. Ja, sicher. Zum Glück ist der nicht abgebounced. Nee, du aktivierst die Hex. Warum dürfen solche Leute existieren in normalen Shellshock-Runden? Hast du den auch geskillt in Enterhaken? Ja. Ich hab ihn nicht. Den Enterhaken sollte man sich eigentlich skillen. Ich hab den Lack noch gar nichts geskillt. Enterhaken sollte man sich holen, der ist eigentlich richtig nice. Das ist eigentlich auch ein wichtiger Tipp, was man machen kann. Es geht einmal Team und einmal hier alle gegen alle. Ich treffe. Ich treffe mich selber. Hey, oder ich auch habe nicht. Zwar so gut wie gar nicht getroffen. Es waren nur 21 Schaden, aber ich habe fast die ganze Map links getroffen. Ich habe zum Glück niemanden meiner Mates getroffen, ausnahmsweise. Alter, ich habe Striche, die über die ganze Map gehen. Ich habe sogar auf uns irgendwie aus Versehen geschossen. Weil es unten nochmal abgebaut ist. Schande! Du hast uns getroffen! Du bist Schande! Ey, wenn waren das nur so 3 Schaden? Also, du bist Schande! Der Rede wert. Trotzdem, du bist Schande! Okay, er hätte nicht getroffen. Ich froh, dass du den nicht getroffen. Okay. Oh, dreifach Schaden. Das Akaya, deine Mission. Dein Treffen. Jetzt auf jeden Fall. Wie soll ich das denn machen? Du musst so ganz locker oben auf den Bumper und dabei dann mal 3 mitnehmen. Wie? Mein Aim ist scheiße. Du bist gut. Du musst es nur ein. Du musst nur an dich glauben. Genau. Glaube so an die Macht der Freundschaft. Was. Ja, ungefähr so einen Winkel musst du haben, aber ich glaube, das ist zu stark. Du musst mehr so seitlich. Und jetzt so aufzubauen. Du musst mehr seitlich, damit das auch. So. Oh, okay. Ja, ich hab ihn hingerichtet! Nein! Michael! Ich geb mein Aim echt auf. Hier, ich lass einen von euch Schussexperten das dreifache Damage. Das ist Michael gewesen, Doc. Ich hab meinen Buffer halt genau die Leiche angeschossen. Oh. Mein Aim ist einfach zu blöd. Ich lasse das dreifach damit euch. Ich hab grad so hart den Kill geklaut. Der Dreifachschaden ist eh jetzt weg. Der überlebt nur 2 Runden.
Oder zwei Turns. Der Doktor ist gerade geliefert. Hallo, Feurio! Wow, sind die so ziemlich alle einfach wegen ihrer scheiß Elo geliefert? Nee, den Nico habe ich umgebracht. Ja, aber die anderen beiden. Nico, der ist da ja sogar tot. Soll ich dir mal was sagen, Shining? Du hast mehr Schaden gemacht als ich in Rebound. Ja! Das oh, echt... wie? Das wundert mich ja selber. Oh! Ich hab... LOL! Was habe ich da gemacht? Hilfe! Untergang! Irgendwas trifft schon. Knapp. Was ist denn mit meinen Chickens passiert? Die haben mir die Kiste geklaut. Ich habe extra so geschossen, dass ich auf jeden Fall die Kiste kriege. Tja, aber dann kamen meine Chickens. Und dachten, yo, das ist jetzt meine Kiste. Feurio, du kannst es auch noch schaffen, wenn du an dich glaubst. Wie soll er es schaffen, drei Leute, die noch Armor haben, platt zu kommen? Indem wir kacke sind. Wie soll er das schaffen, frage ich nochmal. Also, er lieber lebt noch. Ich glaube nicht, dass das gewollt war. Den würde ich sogar fast mit Oddball hinrichten wollen. Ja, ich schieße stark. Das ist meine Drohne. Ich schieße auf jeden Fall hoffentlich gegen die Wand. Und dann, oder der... Nein, ich hab verfehlt! Wie? Oh, guck mal, Oddball. In der Drohne! Und jetzt habe ich... Ich habe einfach drei Crits rausgehauen mit Oddball auf uns selber. Ich habe einfach dich und mich zweimal gekrittet mit Oddball. Ich gewinn Abpraller nicht, das könnt ihr so knicken. Jetzt habt ihr die Chance, die ich euch gemobst habe, wieder zurückzubekommen. Ja, das geht ja nicht, weil du hast ja schon... Du hast 12 gesammelt, aber verlierst nur 2. Ihr könnt die ihr abgenommen habt, zurückbekommen, so. Nicht die von den anderen. So. Ja, von eure. Ja, okay. Lost. Wir können nur den anderen die abnehmen, die du uns abgenommen hast. So, ich muss mal gucken, ob ich schieß mal Beacon. Also der Gewinner kriegt 10 Gears. Die anderen verlieren alle 2, aber das kommt eh wieder rein. Aber warte, ich kann ja durch die Wand schießen. Hast du eine Muskete? Nein, Desert. Ich habe extra das genommen. Und sogar Schaden gemacht. Aua. Oh nee, der Beaconator ist ziemlich nah an Shining gelandet, aber aufgrund, weshalb auch immer, nicht direkt in Shining. Irgendwie schreit das gerade nach, ich sollte Feuerwehr abschießen. Ich hab gehört, ich mach Overcharge. Ich hab gehört, tut mir leid, aber Feuerwehr muss dran glauben. Dark denk wie ich. Ja, das ist wirklich unmöglich. Also, ich könnte eventuell ganz schwach einen Zug dagegen schießen, aber das wäre das Einzige, was ich machen kann. Das war kein guter Damage-Trade, würde ich sagen. Komm, können die... Das steht auch nicht so günstig. Obwohl, doch, in einer Hinsicht kann ich damit arbeiten. Das ist jetzt ein Overcharge für mich. Ich kann in einer Hinsicht damit arbeiten. Und zwar mache ich jetzt den Berg platt. Oh mein Gott, ich dachte, das funktioniert wieder. Upsi. Was machst du denn? Spotify. Funktioniert nicht. Das ist immer noch... Ja, im letzten Stream hat es ja funktioniert bei allem. Da dachte ich wieder, aha, es funktioniert wieder. Das ist irgendwie ziemlich cursed generell. Mal will's nicht. Vielleicht muss man das auch vor dem Zug noch einstellen, während man fährt. Wer weiß das schon. Ja, ich habe das Ding aber nicht getroffen. Aber Doug, du hast jetzt eine schöne flache Fläche. Ja. Gern geschehen. Ja. Ich kann sie nicht mal ausnutzen.
Doch, du kannst meinen schönen Popo sehen. Oh, der ist sehr schön. Ich sehe nur eine Möglichkeit, das anständig jetzt irgendwie zu reißen. Ich könnte das versuchen. Also ich schieße da jetzt eine Schrotflinte durch. Ah, ich hätte genau da rein. Na gut, egal. Ist kein schlechter. Es ist kein schlechter. Ja, endlich was, womit ich arbeiten kann. Ballerst du mich ab? Nee, wahrscheinlich nicht. Ich versuche ganz schwach da unten dran zu schießen. Eventuell treffe ich dann das Bananenbrot. Kann aber auch sein, dass es zu dir zurückkommt. Auf jeden Fall treffe ich einen. Ich weiß nur nicht, ob ich die Bubble treffe. Der Wind sollte eigentlich für mich arbeiten. Akaya steht zu weit weg. Akaya steht ziemlich gut für Beacon. Sag mal, wie wollt ihr beiden eigentlich da hinten treffen, Feuer und Akaya? Ich hab dich einfach genau getroffen. Ja, oh mein Gott, der trifft auf... Jawohl, Akaya. Du liebst ja Beacon. Hier hast du einen von mir. Pulks persönlich. Ich will nicht erster Tod sein. Ja, toll, Overcharge. Ich habe mehr Gears verloren, als ich gemacht habe bisher. Das treffe ich nicht anständig. Nicht von meiner Position aus. Ich glaube, man kann dann eher auf das Loot-Teil noch gehen, aber das machen jetzt andere. Ja, Feurio und Nico treffen das Ding da oben eher weniger. Bananenbrot wird das wahrscheinlich am ehesten holen. Wir dürfen jetzt eine lange Zeit lang warten. Warum? Ich wollte Overcharge drücken und bin abgerutscht auf Fortify. Du bist nicht der Einzige, der aus Versehen Fortify nutzt. Da kann man dazwischen eine Compilation draus machen. In 10 Jahren können wir denn mal anfangen. Ja. Hört auf, Fortify. Es funktioniert ja eh nicht. Alle sind halt wirklich gerade nur auf das Ding gegangen. Ich habe einen richtig harten Gegenwind. Das klappt nicht. Also ich versuche es mit dem Feuerwerk. Das kriege ich aber auch voll selten, das Feuerwerk. Die kriege ich vielleicht in 20 Runden einmal. Das ist schlecht. Das mag mich einfach nicht. Deswegen kriege ich das auch nicht auf Stufe 3. Waffen nicht. Ich bekomme die Waffe zu selten. Mann, warum habe ich jetzt solche Scheißbumper? Ja, denke ich mir auch. Ich versuche jetzt mit einem Feuerwerk und hoffe, dass es günstig fliegt. Ah, das ist ja richtig schwer gerade. Ich glaube, der hofft gerade, wäre ziemlich doll. Ja, komm. Ich dachte. Komm! Ist es günstig geflogen? Das geht auf dich. Ja! Aua! Wer hat die Biegen geschossen? Ja, wer wohl? Banane. Ich dachte, er geht auf mich, aber anscheinend hat er. Das Lustige ist, Feurio meinte von wegen ab in den Himmel mit dir, mit meinen göttlichen Strahlen. Und wen trifft er mit seinen göttlichen Strahlen? Sich selber. Das ist natürlich auch nett. Wie nennt man sowas nochmal? Karma? Er hat sich nicht getroffen, er ist an ihm vorbei. Kometen kommt. Kacke. Wir liegen nicht mal weit genug. Gut, dass es nicht abgebounced ist. Oh, das ist schlecht. Ich komm da nicht mal hoch. Ich komme hier aus meinem Kackloch auch nicht mehr raus. Ich mach anders. Ich mach mir jetzt einen Weg. Ich habe nicht vor, irgendwie jetzt jemanden zu treffen. Ich will mir einen Weg basteln. Damit ich komme aus meinem Scheißloch nicht mehr raus. Ja, ich komme ja auch nicht mehr weg.
Jeder kackt hier rein, aber ich komm nicht raus. So wie ein Vogelnest. Da kommt man ja wenigstens raus. Und gekillt. Da war nur noch 5. Einer hat seine Gears verloren. Ich glaube, den verlierst du trotzdem, oder? Ja, natürlich. Ich komm, das quittet einfach. Ey, komm, das muss doch treffen. Warte mal, das sollte doch sogar noch besser treffen, wenn das wieder zurückfliegt. Was aber ein hübsches Ding über deinem Kopf. Ja, ich seh's schon. Ich kann die Stärke gerade schlecht einschätzen, aber ich versuche mal. So fühle ich mich auch jedes Mal. Ich kann die Stärke auch nie einschätzen. Es ist nicht bei Folgerio angekommen. Waffen? Damit kann man doch nichts anfangen. Grand Final. Ich glaube, hey, natürlich mich jetzt selber oder ich mache Feuerwehr viel Schaden. Was sagtest du? Ich weiß nicht, ob wir heute noch zu Panzerball kommen. Also eine Runde würde ich eigentlich so oder so gerne noch Panzerball machen. Ja, das wäre noch... War nicht Ah nee, das war ja erst ab nächsten Monat. Ja, ab nächsten Monat kann das maximal bis Mitternacht. Maximal ist nicht bedingt... Nein, komm nicht zurück! Scheiße. 30, ich hab 30 Schaden. Ich hab dich mitgenommen! Das war eine Todesgrube, wo wir reingerannt sind. Ich habe dich wenigstens noch mitgenommen. Das sieht nach Overcharge aus. Ja, der Kill, der ging auf mein Konto. Was hast du denn eingesetzt? Ich hab einfach nur einen Kaktus-Strike gemacht, die, das so nah hat, einfach so viel Schaden gemacht. Ich will auch mal sehen, ob das möglich ist, irgendwie drei Eigentore mit einem einzigen Schuss zu schaffen. Drei? Zwei haben wir ja schon geschafft, mit einem einzigen Schuss von einer einzigen Person. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Ich auch nicht, aber ich weiß, dass wir es mal geschafft haben. Dass der Ball so hart rumgeglitscht ist, dass er zweimal ins eigene Tor geflogen ist. Hab den Clip gerade in den Chat geschrieben. So, Stromberg und Feuerio, wir schaffen das. Wir machen die Warum habe ich nichts Gutes? Ich habe ich habe mir eine zweite Stufe der Tontauben jetzt endlich. Glück. Wunderschön ist, ich habe sie direkt doppelt. Oh, wunderschön, ich habe mich selbst getroffen. Feier als Teampartner, das kann ja nur gut sein. Feuerio, mit mir im Team gewinnst du. Ich bin der beste Teampartner in ganz Shellshock. Ich habe uns so einen kleinen Schutz gebaut. Ich schieße die olympischen Tonscheiben. Also Tontaubenscheiben. Ich habe sie nämlich endlich. Das ist so eine wunderschöne Streuwaffe. Mit den Tontauben kannst du richtig geil streuen. Der Aufklärer bei ihnen in dem Modus auch nix, ne? Der Aufklärer, ja, der Spotter, ja genau, der war auch nix. Der bringt mir einfach gar nichts. Ich kann mich nicht beklagen, ich habe eine Sternschnuppe, ich habe eine BFG. Ich habe perfekt unser Tor getroffen, Dark. Was hast du geschossen? Ich hab Rambock geschossen. Ah. Damit genau nur unser Tor runtergemacht. Wir müssen erstmal deren Tor ein bisschen runtergraben. Nein, das hast du nicht. Akai hat nichts gesagt. Das Tor ist so leicht zu treffen. Also, das... Oh mein Gott. Oh mein Gott, da kommt die Möwe. Ja, ich habe die Map mal ein bisschen runtergemacht. Ich glaube, ich habe irgendwas Gutes. Oder auch nicht. Er hat noch keiner ein Tor geschossen. Weil, doch, ich habe was Gutes. Komm, schieß das Ding rüber. Das reicht mir jetzt.
Ich hab was Gutes, nicht Ball schießen. Ich hoffe zumindest, dass es gut ist. Ihr habt unser Tor zerstört. Das gibt Rache. Gleich. Ich schieß safe wieder zu weit. Ich kenn mich doch. Nein! Mein Boden ist nicht. Das war's nicht. Das war Bananenbrot. Muss. Wenn wir Shining nicht im Team haben, dann hätten wir Bananenbrot. Shining und seine Schusssucht. Ja. Ich glaube, das ist geiler, dass sie das Tor so gemacht haben, oder? Ja, jetzt habt ihr so eine Kuhle direkt davor. Wo der drin liegen bleiben kann. Aber wenn der 100 km/h hat, dann juckt das auch nicht mehr. Ich hab ne Heavy Fleet schön für den Ball. Wow! Die hat's ja gebracht. Die hat's ja wirklich gebracht, nicht. Der Ball ist weiter nach hinten geflogen als nach vorne. So, ich schieße dort nochmal die Tontauben. Und zwar die olympischen. Ich hatte sie direkt zweimal. Ja! Komm runter. Ja! Nein! Das war doch kein olympischer Schuss. Komm runter! Ja! Witz, ey. Feuerio, wir beide, das war Teamwork! Ich hasse den Modus. Vor allem, ich hab wirklich gar nichts Gutes in dieser Runde. Feuerio, das war richtig geiles Teamwork. Ich hab kein bisschen Chance, auch nur ein Tor hier zu schießen, weil ich gar nichts Gutes habe. Ich raste aus. Diese Double Bounce Plots waren so das Beste, was ich noch hatte. Um Gottes Willen! Oh. Oh, ihr habt es schon richtig schön gemacht. Das warst du, Dark. Wollen Sie was dazu sagen? Das ist. Ja. Also, ich finde die Situation da hinten gerade richtig toll. An dem Tor, was jetzt fallen wird, sind Sie schuld. Ist doch viel leichter so. Ich habe offenbar getroffen. Weil ich habe XP bekommen. Hallo. Ich hau das Tor weiter nach unten. Der Ball liegt halt genau in dir drin. Ich hab halt nichts Gutes. Wie räudig ist das? Hallo Ball. Ich heiße Brot. Ja, dann okay, die Guppies waren doch besser als gedacht. Ich hätte den auch lassen sollen, das Tor. Ich hätte das auch lassen sollen. Ja, der wäre da drin gewesen. Tag. Ey, du hast dich beschwert, dass das Tor so hoch ist. Das habe ich nie. Du hast gesagt, die Schlucht ist kacke. Okay, Feuerio lässt eskalieren, der schickt X-Attack gerade. Die Schlucht, die du da verursacht hast, hat dafür gesorgt, dass mein Tor nicht getroffen hat, Dark. Warte! Scheiße. Ich habe übrigens rausgeschossen. Wie willst du das verantworten? Das kannst du nicht verantworten, wenn wir jetzt am Verlieren sind. Ihr gewinnt nicht gegen mich, den Torspezialisten. Ding ist, ich hab nichts, um Sachen zu zerstören. Ich hab noch einen X-Attack, um auszureichen. Ja, dann hau das Ding da weg, ja. Da muss ich erstmal in der Nähe des Balls sein. Ja, schau, Nail ist den Ball extremst eskaliert. Also dann hat er 10.000 km/h. Da hast du recht, Feuerio. Och, wir hatten doch sogar Sachen da. Da hat sich der Ball gar nicht erst bewegt, weil das so rumgeleckt hat. Hab ich ein Eigentor gemacht? Fast. Oh, da kann ich richtig gut X-Attack nutzen, aber wir sind ja nicht dran. Ey, versucht verzögert zu schießen. Ich schieße eine Granate rein, das sollte ihn hochschießen. Das ist schon mal nicht schlecht. Ich habe ihn beschleunigt. Das war ich nicht. Das war ich nicht. Aber rat mal, was ich jetzt machen kann. Der mit der Ohrattacke ist schuld, der hat ihn hochgeschossen. Das war ich nicht. Ich wollte es aber spannend machen.
X-Attack. Katzen! Und ein Hund. Und damit habe ich jetzt offiziell gar nichts mehr. Räberchen! Stromberg schießt den Flummi. Ich glaube, der Bouncy wird es nicht treffen. Ich hau den Ball mal weg. Mit dem Arrow. Bewegt er den überhaupt Schlag? Nee, der schießt glaube ich nicht. Nee, soweit ich weiß, bringt das nix, der Arrow. Okay, doch, ein bisschen. Ja, nee. Der kommt zurück. Stromberg, du machst das! Nicht so gut vor uns. Okay, der Ball wird wieder eskalieren. Ich gehe auf Helikopterschlag. Ich wusste. Der war instant drin. Und ich habe schon wieder rausgeschossen. Aua. Wenn ich die Welle so zum Teil fliegen sehe, habe ich das Hallo, Gefühl, man kann sogar kontrollieren, in welche Richtung die rumfetzen. Eher weniger. Ich habe dreimal Yin und Yang bekommen. Wollen die mich verarschen? Meine legendäre Hexe besitze ich leider nicht. Da knuspert doch einer im Hintergrund. Ja, ich mit Schokokeksen. Kratz fast ab wegen trockenem Hals. Oh, ein Eigentor wäre noch gut gewesen. Nee, ich hab nochmal dafür gesorgt, dass er in mir ist. Mein Ball. Okay, das ist eine Kack-Map. Hallo Akaya. Was mache ich auf eurer Seite? Na, Akaya? Wer hat mich hierher bestellt? Akaya, es ist so schön, dass du in meinem Team wolltest. Stromberg war, glaube ich, jede Runde in meinem Team. Ich habe keine Ahnung, was mein Tor ist. Ich glaube, das Rote jetzt da ganz rechts. Ich glaube, das ist das Gegnertor. Nee, das Rote ist deins. Nein. Akaya, wir machen das. Du meinst wohl, wir verkacken das? Oh ja, danke. Ich habe was richtig Gutes für diesen Ball. Ich habe eine Wicked Witch. Und jeder, der mich kennt, der sollte wissen, Wicked Witch kann verdammt OP sein. Ja. Oh, da hat einer denselben Einfall wie ich, den so ganz leicht rüber zu schieben. Aber Feuerregel. Was war das jetzt eigentlich? War das ein Eigentor? Nee, das war so ein richtiges Tor. Ich habe mit meiner Wicked Witch direkt aufs Tor geschossen. Ich erinnere mich an die eine Runde, wo das so verbuggt war, rechts rot angezeigt wurde, aber komischerweise das trotzdem unser Tor war. Also, dass die Tore irgendwie vertauscht waren. Aber wie die Wicked Witch den Ball aber wirklich genau ins Tor geschossen hat. Dark, du bist in meinem Team, das ist ein Anzeigefehler. Nee. Lass mich einen Stein schießen. Ich schieß gerade schon sehr viele Steine. Ich hab einen Stein. Diesmal hat was gebracht, den runterzuschießen, ich wusste es. Man sollte dir niemals vertrauen, Eigentorschütze. Wovon redest du? Ich hab ein Tor geschossen, das war doch das Richtige. Jetzt oder später, wann willst du aufs Wohl?
Tag, ich bin Doppelagent, ich arbeite in Wahrheit für euch. Machen eine Party. Und ich bin Triple Agent. Nein, eigentlich Quadro Agent. Tag ist auch Doppelagent. Ich sagte, das ist bei ihm ein Anzeigefehler. Oh nein, ach zum Glück ist es kein Doppelagent. Oh, ich sehe da ein richtig schönes Loch. Ja. Nein, ein Loch des Vergütung. Ein Loch für Starfire. Ja, komm, der geht eh nicht rein. Das sagst du jetzt. Der wird so wie die Wicketwitch direkt reingehen. Ja, aber der Wicketwitch habe ich auch erst gesagt, die geht nicht rein. Guck, was habe ich gesagt? Was? Guck mal, ich habe das da flach gemacht. Und Stromberg macht's nochmal kaputt. Stromberg hat einfach abgestaubt. Ich habe mal leichter gemacht, nee, reinzuschießen, ne? Aber... Also nicht mit der Sonnenblume. Mich interessiert jetzt mal, was der Punisher macht. Also wenn der ganze, also dieser Fleck, ob der auch was bewirkt. Es interessiert mich ja zu sehr. Der Punisher? Ja, also dieser Bovra, dieser, weißt du schon. Achso, der letzte, der zielt nicht auf den Ball. Der zielt auf Spieler. Ne, ich wollte, was dieser Fleck macht, das wollte ich nur wissen. Oh mein Gott, als ob der jetzt... Aber ich würde sagen, mein Starfire war echt gut gezielt. Es ging direkt rein, so wie predicted. Ich darf drauf schießen. Ja. Nein! Ach, guck mal, das hat der bewirkt. Okay. Der war ja genau wieder da, als wo er losgeflogen ist. Also der Punkt hat also nichts gebracht. Der macht also nichts. Hab ich heraus. Nein, wir kriegen wieder ein Eigentor. Stimmt doch gar nicht. Stromberg, mach was. Guck, ja, der fliegt doch in die richtige Richtung. Ich hab einmal überall was weggebrochen. Alter, wie der da rumhüpft. Ja, in die richtige Richtung aber. Das wäre aber dann nicht mein Verdienst gewesen. Akaya? Ja. Was? Lass den Ball nicht in unser Tor. Ich hab's nur regnen lassen, mehr nicht. Wieso habt ihr drei Tore? Ich hab zwei gezielte gemacht und du hast ein Eigentor gemacht. Ja, stimmt. Gab's das Eigentor? Ich habe aber auch ein Tor gemacht, eigentlich. Ja, ins eigene Tor, so wie Scheinig. Ich weiß nicht, wovon du redest. Jawohl, diesmal geht er rein. Das war sogar mein Tor. Das war Scheinigs Eigentor. Das war wieder Scheinigs Eigentor. Hier kommen ein Vögel. Maulhill. Ja? Nein. Ein kleines bisschen höher, dann hättest du an dem Berg abprallen können. Du hast alles kaputt gemacht, Shining. Nein. Ich weiß nicht, wovon du redest. Guck, da kommt unser Tor. Alter. Guck, das war alles geplant. Ich hab meinen Punkt. Unverdient. Ja, wie gesagt, das war alles geplant von mir, dem Mastermind. Warum wollen wir gerade eigentlich beide Boomerang feuern? Wie geht jetzt rein? Wie, das eskaliert so hart bei Boomerang? Ja! Oh mein Gott! Nein! Des Jahres! Das Wasser Stromberg. Des Jahres. Stromberg, ernsthaft? Ja, das Wasser der Woche. Jawohl! Warum? Wieso? Weshalb? Stromberg, deswegen. Ich glaubte, die war so schlimm. Oh ja, danke. Jetzt kommen Waffen. Diese Bounce Plate. Ja, die haben das laut Tor, glaube ich, versaut. Los, mach was. Nicht das. Ich habe das Tor weiter runter gemacht. Dieser Oddball ist so Der ist ungefähr so wie du. Nicht zu gebrauchen. Ich hab ein Tor, okay? Was du aber nur hast, weil ein Gegner ein Eigentor gemacht hat. Es ist mein Tor. Es ist nicht ganz. Ich habe einmal ein Tor geschossen, also die Zahl stimmt. Halleluja. Boah. Kann ich jetzt... Na, Mann. Ich hätte noch einen richtig schönen Boomerang für den. Ich glaube, wir sind noch einmal dran. Ich weiß.
Komm, wir könnten, wir könnten eigentlich alle Overcharge gehen, ne? Und der schießt natürlich ein O. Wenn Stromberg jetzt zu weit schießt, geht der wirklich rein. Boah, ich jetzt zur... Stromberg schießt ein O-Attack. Oh nein. Jawohl, der geht wirklich rein! Nein! Ja! Nein, oh der Berg! Junge, ich hätte Stromberg denn echt verprügelt, wäre der jetzt reingegangen. Ich hätte ihn umarmt, geküsst. Ich hätte seine IP herausgefunden, wäre zu ihm hingegangen und hätte ihm erstmal eine Klatsche gegeben dafür. So. Das war doch ein richtig schöner Stream. War die letzte Runde? Drei Gears. Für mich war das kein... Also allein deswegen hat es sich schon gelohnt. Für mich war das jetzt kein guter Stream. Ich habe nämlich kein Level abgeschafft. Mir fehlen nämlich noch 100 EXP. 100! 100! Auf jeden Fall nochmal an der Stelle, Dark, dass du dabei warst. Ja. Nochmal großen Dank dafür. Ja, und vielen Dank dafür, dass ich eingeladen wurde. War heute in das Dark Special. Ja. Wie gesagt, das war der letzte Stream, der jetzt auf YouTube kommt. Aber es wird noch weitere auf Twitch so geben. Davon kommen eventuell die Clips zumindest noch auf YouTube. Und damit sage ich dann an dieser Stelle jetzt ciao.